So, meine Lieben, schönen guten Abend. Es ist 18 Uhr, so gut wie. Wir sind absolut pünktlich und, ja, Nerven behalten, etwas Sport machen, gesund bewegen. Das ist heute unser Thema. Vierter Advent. Ich wünsche euch alle einen glücklichen, schönen vierten Advent. Auch ein bisschen was zu futtern, etwas bisschen Schönes. Weil sind die Zeiten vielleicht so schon sehr, sehr belastend und eigentlich alles andere als passend zu so einer Jahreszeit. Und wir haben das ganze Thema ja schon das zweite Jahr. Also, deshalb machen wir heute so ein kleines Video bzw. einen kleinen Livestream. Also jetzt ein Livestream, das bleibt aber dann auch später online, sodass sich dann auch jeder ganz in Ruhe nochmal anschauen kann. Ja, ich lasse mir nichts gefallen. Wir haben eine kleine Abstimmung, also macht gerne bitte ja, bei der Abstimmung eurer Meinung etwas Luft. Lasst es raus, lasst euch da mit irgendwie ja, die Leber etwas überlaufen, sondern sagt mir das, was ihr denkt, stimmt wirklich so ab. Ich habe sozusagen auch schon, ja, ich lasse mir auch nichts gefallen, das könnt ihr euch vorstellen, aber ganz klar, solche Sachen belasten und die Nerven zu bewahren, das ist schon sehr, sehr, ja, sehr, sehr schwierig und so immer nur ein bisschen durchschnaufen reicht schon fast nicht mehr aus, weil wir haben das Handy, wir schauen natürlich drauf und ich ertappe mich da ja selber und dann hier nochmal ein bisschen und ja, Telegram natürlich ganz klar, der Freund von uns allen, zumindest momentan noch und schauen wir nach und wollen wir wissen, was draußen so passiert, damit man sich ein bisschen vorbereiten kann, damit man auch so vielleicht einen kleinen Vorsprung sich erarbeiten kann und damit sagen kann, okay, jetzt weiß ich, was kommt oder jetzt weiß ich, wer wie denkt und weiß ich, wie ich mich zusammenschließen soll. Und da ist es natürlich schon so, man muss die Nerven bewahren, man muss sie behalten, weil wenn man die nicht hat, dann macht man sehr schnell aus der Panik heraus die falschen Entscheidungen. Ganz klare Geschichte, hat was mit dem Gehirn zu tun, hat was mit der Denkweise zu tun, die aufgrund von Stress hier andere Gedankenmuster bzw. Frequenzen gibt und aufgrund dieser Frequenzveränderung dann auch die, ja, die Gedankenfindung oder die Steuerung der eigenen Gedanken manipuliert oder vielleicht sogar in eine ganz bestimmte Richtung von außen sich framen lässt. Also auch falsche Entscheidungen sozusagen einem so untergeschoben werden, dass man dann schon wirklich die Entscheidung trifft und denkt, das ist die eigene und man denkt sogar noch, das ist eine gute Entscheidung und das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Unscheinbar, hallo, schönen guten Abend, schönen vierten Advent, schön, dass du mit dabei bist und ja, ich weiß, es ist eigentlich ein Thema, da sollten wir alle mit unserer Familie eigentlich nur zusammensitzen. Bei mir sitzt die Liebste im Raum daneben, da sitzt auch der Kater dabei, beziehungsweise der schläft den Schlaf des Gerechten. Die Tiere kriegen es ja zumindest so noch nicht mit, wobei ich denke, das auch nicht ganz richtig ist. Unsere Schwingungsfelder schwingen ja auch gerade Tiere mit ein. Marcia, hallo, grüß dich. Ich denke, das ist ein sehr, sehr großer Punkt, dass wir natürlich Schwingungsfelder rausgeben, sich andere Menschen in unserem Schwingungsbereich natürlich auch befinden und dementsprechend, auch wenn wir denken, so wie ich es jetzt gerade lese, 50% sagt, geht so, dass das geht so vielleicht gar nicht so wirklich geht so ist, sondern man versucht sich selber irgendwo zu drücken, zu beruhigen. Peter, hallo, grüß dich. Und in Wahrheit ist man eigentlich schon bis hierher zu und könnte man eigentlich nur noch sich hinlegen, Decke über den Kopf ziehen und schlafen und einfach versuchen rauszugehen aus dem Thema. Und deshalb wollen wir heute ein bisschen in das Thema reingehen. Die Nerven behalten hat natürlich was mit dem Nervensystem zu tun. Ja, Parasympathikus, aber auch Sympathikus, auch Stressgeschichte. Und das müssen wir uns heute ein bisschen anschauen, weil ich habe eine Studie gelesen, also nur kurz angelesen, da hat mir das Ergebnis eigentlich schon gereicht. Das war in der Zusammenfassung schon sehr eindeutig, dass der Patrick, hallo, schönen guten Abend, schönen vierten Advent, dass eben der Konsum von Antidepressiva so durch die Decke geht. Aber so durch die Decke. Und will ich an der Stelle gar nicht Statistiken lesen wahrscheinlich, wo es in Richtung Alkohol geht. Alkohol ist wahrscheinlich schon ungefähr so wie Zähneputzen ganz normal geworden bei vielen Menschen, weil das ja immer der erste Griff ist, der erste Griff zur Flasche oder zum Glas oder dann zum Kanister und entsprechend wir natürlich dann das Problem haben, dass diese Grundzustände natürlich nicht weggehen, deshalb, weil man sich betäubt und Antidepressiva sind natürlich dann nochmal eine Stufe höher, meiner Meinung nach, weil die Schäden noch viel schlimmer sind, als sie denn bei dem einen oder anderen Glas, wenn man zusammensitzt vielleicht, um ein bisschen lockerer zu werden, um vielleicht auch mal ein bisschen Dampf abzulassen in der Runde, also das, was man früher so als Stammtischgespräch bezeichnet hat, ja, also lautes Schreien und einfach ein bisschen den Dampf ablassen, dann geht man nach Hause und dann schläft man den Schlaf des Gerechten und am anderen Tag
Tag schaut es halt wieder anders aus. Da haben ja viele auch die Wirtshäuser dazu genutzt, eigentlich um, ja, ich sage mal, die Familie vor Schaden zu bewahren und einfach mal das rauszulassen und in einer gleichen Gruppe auch vielleicht einmal ein bisschen härter oder lauter zu diskutieren. Und heute bleibt das halt in vier Wänden zu Hause und in der Regel ist halt da der Mann vielleicht, ich sage jetzt mal, der dominierendere Part und die ganze Familie drunter hat halt dann vielleicht zu leiden, wenn da die eine oder andere Energie ein bisschen überschießt, weil man einfach nicht mehr weiß, wohin mit der ganzen aufgestauten negativen Energie. Und das ist halt natürlich auch ein Punkt, wo man mit häuslicher Gewalt sehr viel sieht. Und dieses Nervenbehalten, ja, das spricht sie sehr, sehr leicht. Ja, behalt mal deine Nerven, bleib mal ruhig, atme mal durch, mach irgend so esoterische Geschichte. Ich habe mir da auf einem anderen Kanal auf Telegram auch ein bisschen was angeschaut und habe denen dann auch zurückgeschrieben, beziehungsweise über die Webseite aufs Kontaktformular vor 2-3 Tagen und habe gesagt, ja, es ist sehr schön, was ihr da macht und ihr macht eine super gute Show und das ist alles toll, aber diese, jetzt bitte nicht falsch verstehen, dieses Liebesgesäusel mit, ich sage jetzt mal fast in Richtung Esoterik, liegt mir schon sehr, sehr schwer im Magen. Weil Liebe, Liebe, Liebe und du musst in deiner Liebe bleiben, du musst in deiner Mitte bleiben und dann bist du gesund und dann kommt irgendeine Heilpraktikerin wieder und erzählt irgendwas vom mitochondrialen Stoffwechsel und hat den völlig falsch verstanden und du siehst die Leute, der eine ist total dick, ist einer sehr, sehr weichen Stimme mit einem gebeugten Kreuz und siehst du Menschen, die überhaupt nicht selber aufrecht stehen können und hörst du diese Art von Hilfsangeboten für, musst du weich sein, musst du lieb sein und die Liebe in dir, die Frequenz in dir, die bringt dann alles, das tut es mit Sicherheit nicht. Und es hat es noch nie getan. Und wenn du schaust, wie viele Leute das gestorben sind draußen, die versucht haben, die eine Wange hinzuhalten, dann die nächste auch noch hinzuhalten. Naja, nach 2 Wangen hast du halt keine Wange mehr. Okay, du hast vielleicht noch 2 Arschbacken mit dabei. Aber am Schluss gehen die Leute, die zu weich und zu nett sind, immer drauf. Und wenn man halt eine Familie hat, kann man halt nicht die Familie, ich sage jetzt einmal, in der Richtung auch opfern, dass man die Kinder zu etwas schickt, wo man dann einfach die Ruhe gesellschaftlich bekommt, sondern muss man die Kinder verteidigen. Und ich persönlich denke, die Nerven bewahren heißt auch die richtige Entscheidung zu treffen, den richtigen Zeitpunkt zu sehen, wo es halt dann auch der Fakt ist, dass man die Energie, die man hat, für eine bestimmte Sache einsetzen muss. So, warum ist psychologische Kriegsführung nicht auf Konfrontation, auf einen Tag, auf einen Punkt aus, sondern zieht sich so lange? Naja, weil man die Leute mürbe macht. Immer und immer wieder beschießen, immer und immer wieder Panik, Adrenalin rauf, Cortisol rauf und das pegelt die ganze Zeit, so bis die Menschen sozusagen ihre Akkus tief entschöpft haben. Und die Rhythmen müssen immer schneller und immer enger kommen, damit die Leute dabei ihre Energiepotenziale verlieren. Und deshalb machen wir heute den Livestream im Endeffekt und gehen mal auf das Punkt ein, weil eigentlich ist es genau so, dass im Leistungssport gleiches ist. Also wenn ich jetzt so ein bisschen in meine Coaching-Beschiene schaue und jetzt reden wir nicht von Metabolics Health vielleicht, sondern wir reden vielleicht von One Way, No Limit, dann haben wir genau hier gleiche Geschichte. Die Sportler müssen eine hohe Frequenz an Leistungs- oder an Reizsetzung für mehr Leistung bringen, um sich zu adaptieren. Aber in Summe gehen viele dann kaputt, wenn sie zu oft Reize entnehmen. Sascha, schönen guten Abend, schönen 4. Advent im Übrigen und danke für die schöne Rezension auf bei uns Rezension auf der Webseite. Vielen, vielen lieben Dank. Der eine oder andere hat es noch nicht gesehen und vielleicht darf ich kurz ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir haben ja unsere Limited Edition rausgebracht und zwar, tja, jetzt müssen wir mal ganz kurz ein bisschen umschalten. Und zwar haben wir unsere Limited Edition rausgebracht vom Devil's Handbook hier unten. Und auf der Webseite davon, so hier sind wir Devil's Handbook, kann der es eben gekauft hat, wir haben 30 Limited Edition gehabt, kann man uns eine Kundenrezension schreiben. Also hier unten kann man eine Rezension schreiben, also hier sind die Rezensionen drin und hier unten kann man sie schreiben und dann abschicken. Und ich freue mich natürlich sehr, sehr, sehr über solche super lieben Kommentare und ganz tolle Geschichte. Und das ist eben auch so ein Thema für die Sportler, einfach alternierend sich zu belasten, also Wechsel zu machen. Und genau das haben wir eben auch hier drin. Ihr könnt euch auch gerne hier informieren. Hier sieht man es eh schon unten ein bisschen über die Aufteilung der Belastungen. Und genau so ist es im Endeffekt auch im Alltag. Wir müssen Stressparameter setzen. Und ich denke, dass wir hier in Deutschland ein Problem haben. Wir
sind nicht mehr gewohnt, um unser Leben zu kämpfen, sondern eigentlich haben wir eine Dauerwelle, wir haben also eine Föhnfrisur und alles muss super easy und smoothie sein und alles geht super einfach und ja, das tut es halt im Leben normalerweise nicht. Wir haben also verlernt zu kämpfen. Wir denken, wenn wir eine Versicherung abschließen, dann sind wir auch sicher, weil wir haben eine Versicherung gegen Dummheit, wir haben eine Versicherung gegen Faulheit, wir haben eine Versicherung gegen Fettwerden, wir haben eine Versicherung gegen Krankwerden, also was ist ja eine Krankenversicherung, wir haben eine Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, wir haben eine Versicherung gegen was der Geier was und am Schluss sind wir eigentlich nur am Arsch, weil gegen das am Arsch sein haben wir blöderweise keine Versicherung. Ja, dumm gelaufen. Genau so schaut es momentan halt auch aus. Momentan sind wir alle am Arsch, weil, haben wir alle geglaubt, die große Sicherheit, die wir alle schön bezahlen für hierhin, hierhin, dorthin und überall verschwindet das Geld in sämtliche Hosentaschen und am Schluss sind wir gar nicht sicher. Aber andere haben nicht verlernt zu kämpfen und die kämpfen. Und genau das ist das, was ich den Menschen mal beibringe. Wer in Notsituationen die ganze Energie schon verloren hat für panische Starre, und vielleicht für Ducken und Zusammenziehen und hoffentlich sieht mich niemand, wird zum Schluss keine Kraft mehr haben, um zu kämpfen. Also brauchen wir Alternativstrategien. Wir müssen also hergehen und müssen unserem Körper beibringen, einerseits Kraft und Energie zu haben, um zu kämpfen. Also nicht dieses Thema, das bitte nicht falsch verstehen und auch nicht, ich meine das auch gar nicht böse, dieses Esoterische, das mit Liebe und ja, da schwingt sich dann schon alles ein. Ja, mag schon sein, aber wenn wir unsere Familie beschützen wollen, dann reicht es halt nicht aus, dass wir diese M-Wellen für eine bestimmte Trägerfrequenz rausbringen, sondern muss man sich halt vielleicht einmal vor sein Kind hinstellen können und muss sagen, so, kein Millimeter mehr weiter, ich stehe vor meinem Kind und wenn du her willst, dann hast du ein Problem. Und das müssen wir durchfechten. Und dann kommt halt noch ein Schreiben und dann kommt dann noch ein Schreiben vom Amt und dann kommt dann noch ein Schreiben. Und ja, da braucht man Energie. Und die müssen wir uns holen. Und deshalb heißt es Nerven behalten, Sympathikus, Parasympathikus. Wir müssen also unser Nervensystem im Endeffekt immer wieder versuchen, in Einklang zu bringen. Und das kann man sehr, sehr gut mit Bewegung machen. Wenn man halt die Bewegung so abstimmt, dass es nicht so ist, dass man wie ein Verrückter auf einen Boxsack einklopft. Das habe ich früher mit Anfang 20 natürlich auch gemacht. Sondern dass man versucht, die energetischen Prozesse auszugleichen. Und wenn ich heute so ein bisschen in mein Coaching reinschaue, die meisten Menschen, die zu mir zum Coaching kommen, kommen mit Burnout-Syndromen und leider auch viel zu viele mit Antidepressiva. Und wenn man dann in die Blutbilder so ein bisschen reinschaut, ja, ich bin kein Arzt, aber mancher Mensch zeigt mir halt sein Blutbild und sagt, Markus, der Arzt sagt, ich bin gesund, aber ich fühle mich richtig schlecht. Und wenn man dann hier in die Blutbild, ins Blutbild reinschaut, was sagst denn du dazu? Dann sehe ich halt einen Blutzucker, der ist halt so immer so irgendwo um die 100. Irgendwo immer so um die 100. Und siehst du Chloridwerte weit über 100, siehst du Natrium tief, Kalium tief, siehst du die Erythrozyten sogar relativ tief, siehst du in der schlechten Ausprägung, siehst du hohes freies Eisen, siehst du niedrige Testosteronspiegel, siehst du hohe Östrogenspiegel. Bei jungen Männern, Anfang 30, Mitte 30, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist irgendwas richtig schief gelaufen und die sind dann auch nicht mehr in der Lage dazu, ihre Familien richtig zu verteidigen, auch wenn sie es wollen, weil sie körperlich kaputt gehen. Und genau dazu müssen wir eigentlich hingehen. Wir müssen jetzt schauen, wie können wir so einen Stoffwechsel eventuell wieder korrigieren. Und ja, es gibt da CBD, es gibt CBN, es gibt also Cannabidrol, Cannabinol, da gibt es alle möglichen Substanzen, da gibt es Experten drin, die da alles Mögliche andrehen an Kapsel hier, Kapsel da, Chlordioxid und ich weiß nicht, was noch alles. Alles eine Sache, die aber nur dann Sinn macht, wenn der Körper an sich die normalen physiologischen Prozesse afferent-efferent betrachtet. Und afferent-efferent heißt nicht, ich schmeiß was ein und es macht was an meine Organe, sondern ich habe ein Nervensystem, das ist mit Sensoren an die Außenwelt gekoppelt und die Kopplung an die Außenwelt, die muss ich entsprechend normalisieren. So, das heißt, wenn ich permanent über meine Augen Reize bekomme, die bei mir meine Herzfrequenz so auslösen, weil ich Schockzustände bekomme, weil ich Gewalt sehe etc., dann ist das gewollt. Das ist afferent, das ist efferent. Und da kannst du schon blockierende Substanzen nutzen. Da kannst du auch Substanzen nutzen, die dann die Schadensgeschichte, die im Hintergrund entsteht, Entzündungswerte, schlechtere Wundheilung, erhöhte Stoffwechselbelastung und. Da kannst du dann schon Substanzen schlucken. Das Problem ist nur, ich will dem einen Business mit der Pharma nicht promoten,
Aber dann auf der anderen Seite promote wieder etwas, nämlich genau in der gleichen Richtung. Ja, es ist vielleicht nicht der große Pharmakonzern, sondern es ist der kleine Supplementverkäufer. Aber die Summe macht es in sich nicht besser von schlucke ich hier 20 Sachen oder schlucke ich da 5 Sachen. Sondern in Summe ist es, muss ich die Ursache suchen. Und die Ursache ist eine Reizreinleitung in den Körper mit so falschen Signale, dass der Körper eben das als Feedback zurückgibt. Und genau das ist das, was man eigentlich mit einem leichten Grundlagen-Ausdauertraining eben sehr, sehr gut kompensieren kann. Man kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, okay, die Einflüsse von außen, die reduzieren wir. Zum Beispiel, mache deine Augen zu. Auge, kurzer Reiz, direkt ins Gehirn. Naja, ganz klar, dass das einen sehr, sehr hohen Triggereffekt hat. Nicht umsonst nutzt die Werbung ja auch Bilder und bestimmte Art von Bilder und gar nicht lange Texte, weil sollst du nicht lang denken und überlegen, sondern sollte die Message möglichst kurz rein und das ist mit einem Bild. Und dann vielleicht noch mit einem Geruch und mit einem Ton. Naja, Ton ist schon schwieriger, außer es ist eine kurze, harte Explosion, es ist ein hoher Beat etc. Aber Sehreiz, Riechreiz, das geht rein. Also kann man eines machen, man kann die Augen zumachen, haben wir die erste Beeinflussung weg, Ruhigstellung, funktioniert sogar beim Huhn. Wenn du beim Huhn die Augen zumachst oder beim Vogel, beim Kampfvogel auch die Augen zumachst, wird das Tier automatisch ruhig. Ah, das hat was mit der Reizsetzung zu tun. Dann kannst du noch vielleicht eine Aromatherapie machen. Du kannst also einen guten Geruch machen, etwas, was Angenehmes ist, was positive Gefühle gibt. Und dann musst du deinen Blutfluss stimulieren und deine Atmung. Und dann sind wir beim Grundlagen-Ausdauertraining zu Hause auf dem Fahrrad. Das ist so der allereinfachste Punkt, um herzugehen und das Nervensystem über den Parasympathikus, über das Ausatmen zu triggern, um den nach unten zu fahren. Reize wegnehmen, Außenreize wegnehmen, Trägerfrequenz reingeben, ruhige Musik, modulierend, Atmung, auf die Tretbewegung, Flüssigkeit dazugeben, um das Blut besser zu machen etc. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun, aber das hat mit Physiologie was zu tun. Und das, wenn man jeden Tag halt macht, dann kann man dem Körper einen ausgleichenden Faktor geben. Und genau das ist das, was wir heute so ein bisschen näher besprechen, wo auch eure Meinung für mich wichtig ist. Was macht ihr zum Beispiel? Wie versucht ihr euch im Endeffekt eure Nerven zu behalten und wie versucht ihr zum Beispiel auch Gegenmaßnahmen zu machen? Sodass der eine oder andere auch mal hört, du, das funktioniert bei mir ganz gut, das mache ich so und so. Oder vielleicht der eine oder andere heute auch sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, es geht mir einfach gar nicht gut. Und dann sind wir heute einfach mal in einer guten Stunde, sind wir im Endeffekt für Kommunikation miteinander, Nerven behalten und etwas zu tun, dass man diese ruhige Zeit, die wir normalerweise haben sollten, vielleicht auch für die Familie wieder generieren können. So, ich kann einmal einen Schluck Kaffee trinken und ich übergebe euch an die Tastatur den Wunsch, sagt mir mal, wie es euch wirklich geht und was der eine oder andere vielleicht auch gerade momentan macht, um die Zeit rumzukriegen. So, also, Markus, halt die Klappe, trink eine Tasse Kaffee. So, was macht ihr? Schauen wir mal, wer schreibt. Wer schreibt, der bleibt, heißt es doch immer so schön. Was sagt eigentlich unsere Umfrage? Unsere Umfrage sagt, geht so. 43% ist bei geht so. 14% sagt, kaum noch auszuhalten. 29% versuche, alles zu ignorieren. Auch ein sehr, sehr großer Faktor, fast ein Drittel. Lasse mir nichts mehr gefallen, sind 14%. Ja. Also, Peter schreibt, ich spritze mir literweise B12. Okay, B12. Ich denke mal so Adenosylcobalamin oder Methylcobalamin oder eine Kombination. Patrick schreibt, ich gehe morgens eine halbe Stunde spazieren. Also, das mit dem B12, Peter, ist keine gute Variante. Sag jetzt mal ganz ehrlich, weil B12 kann in hohen Dosierungen deinen Hormonstoffwechsel ziemlich stören. Und das kann im Endeffekt auch noch andere Störungen verursachen bei der Blutbildung. Also da wäre ich mal sehr, sehr vorsichtig. Eine Überdosierung bei B12 macht eigentlich keinen Sinn und bei B12 kann es eine Überdosierung schleppend geben. Also das würde ich gar nicht so machen, wenn ich ehrlich bin. Also wir haben bei uns auch B12 drin, wir haben Methylcobalamin drin.
Also auch relativ hoch dosiert, aber da reicht eine Tablette, also eine Time-Release-Tablette, ganz locker aus. Und da geht es eigentlich eher um die Phosphatidylcholin-Geschichte etc., um einfach hier dem Cortisol ein bisschen an Gegenpart zu bringen. Aber auch das ist ein ganzer Problem oder ganz eine heikle Geschichte mit dem Cortisol vielleicht. Aber sehr, sehr guter Hinweis war das gerade. Vielleicht ist etwas bei der Geschichte, wo man es näher unterhalten sollten, wenn es euch interessiert. Also ich sage jetzt mal das Thema, was mir gerade durch den Kopf geht. Es fallen so viele Sportler einfach tot um. Also wenn es euch interessiert, würde ich meine Gedanken mal kurz offenlegen, warum ich denke oder was ich glaube. Ich sage das mal wirklich glaube, weil bin ich ja kein Arzt, ich bin auch kein Wissenschaftler. Was ich glaube, was dahinter steckt, was die Gefahr für die Sportler ist und warum auch die Herzinfarktgefahr vielleicht eine sehr große ist. Und das hängt zusammen meiner Meinung nach mit dem Cortisol. Also das könnt ihr, wenn ihr wollt, schreibt mir rein, wenn ihr es wissen wollt, was ich dazu denke, dann können wir das gerne machen. Hydroxycobalamin, ja genau, da gibt es ja verschiedene Varianten, also Adenosyl oder Methylcobalamin, aber Hydroxy ist natürlich auch eine der aktiven Varianten. Also ich würde es nicht machen, ich würde es nicht so täglich nehmen und ich würde es auch nicht in höheren Dosierungen dann permanent nehmen. Erstens gewöhnt sich der Körper dran, zweitens konnte das auf die Hormonproduktion negativ auswirken und das ist dann auch nicht so der Hit zu dem Thema. Also wir sind davon weggekommen, das in Überdosierungen zu fahren, weil macht keinen Sinn, macht einfach keinen Sinn. Und das Schlimme ist dabei, manche Stoffwechselbereiche können dann entgleisen, gerade bei der Blutbildung. Es kann eine versteckte perniziöse Anämie dann geben. Ich bin jetzt kein Arzt, aber das könnte es rein theoretisch geben, also Folsäuremangel geben. Es kann auch andere Stoffwechselstörungen geben dabei und deshalb sollte man das vielleicht nicht tun. Was sollte ich denn bei Überdosierung merken? Naja, das ist sehr schwierig zu sagen, weil manchmal hat man das Problem, dass im Endeffekt die Überdosierung, also andersrum, eine Überdosierung ist eigentlich das, wenn Störungen auftreten, die dann erst bemerkbar werden, wenn die Überdosierung eigentlich schon länger da ist, weil diese Stoffe nicht akut gleich überdosiert wirken. So, das heißt, eine Stoffwechselentgleisung wäre dann eigentlich schon viel zu spät. Es kann eine fettige Haut sein, es kann eine hormonelle Verschiebung sein und dann haben wir genau das Problem, was ich vorher meine. Also man hat früher im Sport, hat man das eingesetzt, um sozusagen eine leichte hormonähnliche Wirkung zu erzielen, weil es das Testosteron ein bisschen beeinflusst, ist ein DHT-Spiegel ein bisschen beeinflusst, manche kriegen deshalb auch Akne, es beeinflusst aber allerdings auch die Schilddrüse. So, das heißt, sehr, sehr schwierig, wann das kommt, aber vorher entgleist schon der Stoffwechsel, weil das B-Vitamin ja auch manche Stoffwechselbereiche, gerade die hormonellen, anregt. Und das kann dann eben dazu führen, dass bestimmte Symptome dann erst sehr, sehr viel später auftauchen und die können auch wie in einem Burnout sich anfühlen. Und manchmal ist es dann so, man fühlt sich auf einmal müde und schlapp und hat vorher aber das B12 reingegeben und denkt dann, jetzt muss man mehrere geben, weil braucht man noch mehrere. Das kann passieren, es kann eine trockene Haut geben, es kann Akne geben, es kann alles Mögliche machen, je nachdem, wie der Stoffwechsel dann gestört ist. Das ist leider bei Einzelgaben, bei hochdosierten Vitaminen so ein Problem mit dabei. Deshalb sind wir da im Sportbereich schon ganz langsam mal weggekommen. Beautiful Monster schreibt, ich spüre nur Dauerwut und lenke mich mit Bücherlesen ab. Würde auch gerne im Freien laufen gehen, jedoch bei der Kälte kriege ich den Arsch nicht hoch. Ja, das ist gut. Ja, das ist das, was wir vorher schon angesprochen haben. Leider sind wir auf unserer Seite, also Seite der Weltkugel oder der Scheibe oder wie auch immer, schon ziemlich verweichlicht worden mittlerweile bei vielen Sachen. Und haben das Gefühl, dass wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir schlechtes Wetter. Und gehen wir natürlich eventuell seltener raus. Und muss man natürlich auch sagen, man hat uns vielleicht auch vom System sehr viel Zeit geklaut, um eben auch sich an das noch dran zu gewöhnen, dass man auch eine vernünftige Arbeit draußen gemacht hat, auch zum Jahreswechsel etc. oder auch so zum Winter draußen. Und entsprechend sind wir alle ein bisschen verweichlicht worden mittlerweile. Also die Großteil zumindest und die Jugend sowieso, wenn man es jetzt anschaut. Also auch das, denke ich, ist ein systematischer Fehler vom System, meiner Meinung nach jetzt. Ja, da kann man auch ein B9 mit dazu nehmen. Die Urozäure, muss überlegen, Urozäure B15, B9. Jetzt muss ich selber überlegen, Biotin B9 ist Biotin gewesen. Also man kann das dazu nehmen, man kann die Urozäure dazu nehmen, aber wie gesagt, spielt gar keine Rolle. B-Vitamine einzeln hochdosiert können tatsächlich einen Stoffwechsel entgleisen lassen. Das B6 zum Beispiel kann brutale taube Nerven machen. Also da spürst du dann teilweise deine Fingerspitzen nicht mehr und solche Scherze. Aber das sind schon die, bei B12, bei B6 geht es zum Beispiel relativ schnell oder bei B1 akut.
Da geht es relativ schnell, wenn du zu hoch dosierst. Es geht aber relativ schnell wieder raus. B12 kann halt kumulierend wirken und hat nicht so schnell die spürbare, harte Nebenwirkung, wo du denkst, das ist eine Nebenwirkung. Also es hat schon einen Grund, warum man solche Sachen eventuell nicht als Alternative nehmen soll, wenn eventuell die Störung auf einer physiologischen Ebene ist. Also das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also wir haben früher auch immer versucht, alles Mögliche reinzugeben. Das, was ich vorher angesprochen habe, zum Beispiel Phosphatidylcholin und Phosphatidylserin, weil es gut für die Leber ist, ein guter Gegenspieler, die Phospholipide zum Cortisol. Und dann hat man versucht, das Cortisol zu dämpfen. Und dann muss man eigentlich ein bisschen weiterdenken und muss sich eigentlich überlegen, warum gibt denn der Körper... Hallo Jörg, hallo Melek, hallo, grüßt euch. Wesley Fitness, hallo, grüß dich. Schönen vierten Advent im Übrigen. Muss man sich mal ein bisschen überlegen, wenn der Körper hohe Cortisolspiegel denn eigentlich produziert, warum macht er denn das? Ja? Der macht es eigentlich, weil er ein Signal von außen kriegt, auf das er reagiert. Wieso sollte ich jetzt hergehen und sollte eine Substanz nehmen, die sozusagen entweder eine Gegenregulierung einleiten soll, also die Substanz, solange der Einfluss von außen noch kommt, macht der eigentlich keinen Sinn. Ja? Und im Leistungssport mag es vielleicht so sein, dass manche Zustandsänderungen sich blöderweise nicht mehr so kurzfristig ändern lassen, weil zum Beispiel manche Stoffe, jetzt kommen wir schon ziemlich in die Thematik rein vom One Way No Limit Channel, aber wenn manche Stoffe geestert sind, also andere Halbwertszeiten bekommen oder andere Abbauraten im Körper haben durch stoffliche Veränderung etc., also künstliche Derivate von irgendwas, ja, dann haben wir das Problem, dass eventuell diese Stoffwechselschieflage zu Nebenwirkungen führt, wo wir blöderweise durch die Nebenwirkung durch müssen. Weil das Präparat bringst du halt nicht mehr raus. Du hast das halt schon reingehaut, das zirkuliert halt schon und du bringst den Stoff halt nicht mehr raus. Also das heißt, du musst da durch. Wenn es aber um Reizsetzungen von außen geht, afferent, ja, dann macht es halt keinen Sinn, das zu versuchen, mit hohen Dosierungen von irgendwas das zu kompensieren. Ja, also ich sage jetzt mal, wenn das Telefon klingelt und es klingelt und es geht da brutal auf den Sender, dann macht es ja keinen Sinn, dass der Oropax aufsetzt. Und wenn es halt weiter klingelt und du hörst das durch die Oropax durch, macht es ja keinen Sinn, wenn es der Mickey Maus über die Oropax drüber aufziehst. Und wenn du es dann immer noch hörst, macht es ja keinen Sinn, dass du in den Nachbarraum gehst, sondern entweder ziehst dem Telefon den Stecker oder du gehst halt hin und sagst, du, leg mir auf, weil will ich die nicht hören, und blockierst die Nummer oder nimmst deinen Akku raus oder wie auch immer. Aber das Telefon muss zum Klingeln aufhören, das wäre die Ursache. Und genau hier haben wir Gleiches. Die Substanzen werden halt blöderweise gegeben, weil man denkt, dass man damit was kompensiert. Ja, vielleicht kurzfristig, aber das Thema kommt ja immer noch. Und jede Substanz hat Aufnahmesysteme im Körper, die sich aber nicht auf die eine Substanz beschränken. Also gibt es immer konkurrierende Eigenschaften oder konkurrierende Zustände und andere Stoffe werden in der Zeit schlechter aufgenommen, weil für diesen Stoffwechselbereich halt auch mehr verbraucht wird. Und deshalb führt es bei hohen Gaben von Einzelstoffen immer zu einer metabolischen Entgleisung. Immer, immer, weil geht gar nicht anders. Sondern die Frage ist, wann führt es denn dazu? Naja, wenn man es in der Nebenwirkung merkt, dann ist es ja schon zu spät. Und dann ist immer die Frage, ja, was ist denn jetzt genau entgleist? Viele der Symptome sind ja sehr, sehr ähnlich. Das ist der springende Punkt. Deshalb sage ich heute aus meiner Erfahrung, aus dem Doping raus, aus über 30 Jahren Doping-Erfahrung, lasst es. Trigger-Effekt, Geschichte, bin ich bei dir. Brutale Überstressung, einfach mal das Nervensystem vielleicht mit B12 kurzfristig zu ergänzen. Macht aber keinen Sinn, mal von dem abgesehen. Vielleicht einmal Entzündungswerte kurzfristig zu dämpfen, macht auch keinen Sinn, weil die Entzündungswerte, da habe ich noch eine Anekdote für euch, mit einem Dr. Schmiedel oder Schmieder, Schmiedel, glaube ich, heißt der, da habe ich was Kurioses gesehen über Omega-3-Fettsäuren und Entzündung, vielleicht schieben wir das heute noch kurz ein. Der Trigger-Effekt, um das mit B12 zu machen, hat auch keinen Sinn, weil Entzündungswerte auf viele andere Parameter auch drauf ansprechen. Und B12 mag vielleicht kurzfristig irgendwas im Körper, wie auch immer, auslösen, aber wenn es eine Dopaminverknappung ist und du hast einen niedrigen Proteinstand, Gesamtproteine, dann wird das B12 auch nichts nutzen. Und wenn das die Hormonlage noch verändert, dann wird es vielleicht noch verschlimmern, hinten raus. So, deshalb wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Ich würde es vielleicht, wenn überhaupt, würde ich es kurzfristig machen, um den Zustand zu ändern und dann würde ich es rausnehmen. Ich würde es auf alle Fälle nicht mehr täglich machen. Das sage ich heute aus dem Dopingbereich raus. Ich bin kein Arzt. Ich will da auch keine Dosierungsanleitung geben. So, jetzt lese ich nochmal bitte, ist super schön, schreibt richtig rein, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Wesley Fitness schreibt, morgens
30 Minuten Ergometer im Wechsel mit Yoga und sonstigen Dehnübungen jeden zweiten Tag, sodass jeden Tag was gemacht wird. Genau, da bin ich zu 100% bei dir. Da bin ich zu 100% bei dir. Ich mache halt kein Yoga, weil finde ich das Wort Yoga irgendwie, ja, reagiere ich so ein bisschen allergisch von früher, aber das ist so, einfach vergessen, was ich zum Yoga jetzt gerade gesagt habe. Aber diese Stretching-Geschichte, die Dehnung ist gleiche Geschichte, die Spannung, den Tonus vom Muskel reduzieren und einfach den Parasympathikus geben. Und jeder, der Dehnung macht, also der Stretching macht oder wie auch immer, kennt das ja, man muss den Muskel, ich sag mal, den Tonus senken durch das Ausatmen. Man geht also in die Dehnungsphase rein, wenn man ausatmet. Und man merkt direkt, wenn man lang und gleichmäßig ausatmet, wie der Muskel seinen Tonus verliert. Also seinen hohen Spannungszustand verliert. Und genau das ist es. Das macht man beim Yoga ja auch sehr stark. Man macht da Atmung mit dazu. Und genau das ist eigentlich, bin ich zu 100% bei dir. Das finde ich für eine sehr, sehr gute Maßnahme. Ja. Also, jetzt gehen wir nochmal weiter. Ab und zu etwas locker spazieren gehen und ruhige Musik hören. Und dann, genau. Absolut. Das sind eben so, das sind Sinnesorgane, die von außen etwas aufnehmen, die das im Unterbewusstsein machen, also ohne im Endeffekt aktives Denken, das erfolgen muss. Also man kann sozusagen den Geist in den freien Lauf lassen und kann das sich einpegeln lassen auf die Hirnfrequenz. Deshalb ist das so gut, weil, oh, jetzt höre ich einen Rhythmus, jetzt muss ich wippen. Nein, du musst gar nicht wippen, sondern du wippst auf einmal von selber, weil hat sie das irgendwie so, die Musik hat sie so irgendwie so ein bisschen eingeschaut. Das ist das, was im Endeffekt die wichtige Maßnahme ist. Der Körper reagiert, ohne dass man aktiv reagieren muss. Und genau das ist der wichtige Faktor für das Harmonisieren im Körper. Bin ich zu 100% bei dir, finde ich eine sehr, sehr gute Geschichte. B9 ist Folsäure, okay, da muss ich jetzt ehrlich sagen, muss ich passen. Also mir, Folsäure wird bei der Deklaration auch immer nur als Folsäure ausgeschrieben. Diese B-Bezeichnung mit Zahlen, das hat sich ziemlich geändert. Deshalb Pantothensäure B5, nimmer B5, Pantothensäure ist so. Das hat sich bei der Deklaration alles so geändert. Also deshalb, Orotsäure, glaube ich, war B15 früher mal, aber das hat sich auch geändert. Also mit der Folsäure ist gleiche Geschichte. Das, was wir vorher geredet haben, B12, genau, ist pernicillin. Perniziöse Anämie kann im Folsäuremangel sein, aber auch hier gibt es noch einen versteckten Mangel, der sich aus anderen B-Stoffwechseln entgleisend ergeben kann. Und die Folsäure hat anscheinend einen ziemlich großen Einfluss auf die Methylierung bzw. auf die Epigenetics, also auf die Methylierung. Das heißt, das hat mit Schaltzuständen der Genen was zu tun und das ist angeblich gar nicht so ungefährlich. Wir haben mit Folsäure immer schon einen hohen Respekt gehabt, weil ich mit so einem Russen zusammengearbeitet habe. Jetzt kommen wir ziemlich ins Doping-Thema rein. Wir haben mit Folsäure immer sehr, sehr vorsichtig gearbeitet. Immer sehr, sehr vorsichtig und nie hohe Dosierung genommen. Ja, weiß ich nicht, vielleicht wird sich das in Zukunft irgendwann mal anders darstellen, aber das scheint irgendwas gehabt zu haben mit dem Thema. Und ich bin heute noch vorsichtig mit hohen Folsäure-Dosierungen. Immer noch. Also mache ich grundsätzlich nicht. Also vielleicht ändert sich auch dieses Thema, vielleicht hören wir mal in, weiß ich nicht, 10 Jahren, 20 Jahren, war alles ein Hoax. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, gehen wir nochmal weiter. Also, locker spazieren haben wir, B12, Folsäure und B12 immer zusammen. Ja, das kann man so sehen, das habe ich auch so gehört. Das Problem ist nur, B12 wird viel, viel höher dosiert als eben Folsäure. Das ist aber eigentlich auch bekannt, dass du die Folsäure proportional dazu nicht so hoch dosieren solltest. So der Faktor ist, das was ich vorher gesagt habe, ist das wirklich so oder ist das ein Mythos? Keine Ahnung. Aber davon gibt es zig angeblich Berichte und Studien darüber, dass das richtig schief ausgeht. Und bei B12 habe ich mittlerweile auch ein paar Sachen gelesen, die blöderweise andeuten, das muss man aufpassen, das ist immer sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen, weil es sind Studienbereiche, die jetzt im Krebsbereich liegen, die dann eben das Zellwachstum extrem anregen. Und B12 an sich muss nicht unbedingt das Zellwachstum anregen, aber die hormonelle Regelkreise, die hinten dran sind, beziehungsweise die Hormonveränderung, scheinen das zu tun. Und B12 scheint also in vivo scheint es sogar dazu zu führen, dass das eben das Gewebswachstum beschleunigt. Also keine gute Geschichte. Und deshalb vermuten sie auch, dass Folsäure in hohen Dosierungen eben auch die Entstehung von Krebs auch beschleunigt. Also da bin ich mittlerweile halt eben auch sehr, sehr vorsichtig. Und das andere ist, wenn du eine physiologische Maßnahme machst, weil der Schaden oder die Störbeeinflussung von außen erfolgt über einen
ein Signal von außen rein, dann ist halt die Wegnahme dieses Störsignals besser als irgendwie eine dämpfende oder Gegenmaßnahme mit einer stofflichen Gabe zu tun. Das ist halt eigentlich so der Punkt, was mir bei der Alternativmedizin eben auch nicht gefällt, dass man dann einfach sagt, okay, wir nehmen ein anderes Präparat, wir tauschen, ich weiß nicht, Antidepressiva mit irgendeinem Wirkstoff, tauschen wir jetzt aus gegen irgendwelche Vitamine ultra hochdosiert. Störfaktor ist ein anderer. Also dementsprechend, heute sage ich, ist Unfug in meinen Augen. Ist absoluter Unfug und ich denke, ist auch gefährlich. Ist meine persönliche Meinung heute dazu. Peter schreibt, dazu muss ich sagen, dass ich ja seit 8 Jahren kein Fleisch esse, deswegen mein Fokus auf B12. Da bin ich zu 100% bei dir. Aber auch hier sage ich jetzt mal was aus meiner Erfahrung raus, da will ich dich gar nicht beeinflussen. Es hat sich für mich gezeigt in dem Bereich, wo ich Coaching mache, dass die Menschen, die rein nur B12 injizieren, also tatsächlich injizieren, weil angeblich ist das so, muss man das, wobei ich auch da sagen kann, muss nicht so sein, geht auch mit Tabletten tatsächlich, dass eben dieses B12 nicht die gleiche Wirkung hat, wie wenn diese Stoffe aus tierischen Nahrungen kommen, beziehungsweise sich in einem bestimmten Bereich als Ersatz zeigen sollten. Ich formuliere das jetzt mal so, weil das Problem immer mit dem Stoffwechsel ist. Also wenn jemand eine Anämie ausbildet, wir haben vorher schon gesagt, es gibt verschiedene Formen der Anämie. B12 scheint bei einer Anämie in vielen Bereichen zu helfen, wobei dieses B12 dann anscheinend gar nicht nur das B12 ist, sondern die Stoffwechselbereiche, die hinten dran liegen. Sei es die Erythropoiese, weil sie das DHT verändert, weil das eben dann aufs Knochenmark irgendwie an... Also gibt es verschiedene Faktoren, die hinten dran hängen. Das scheint aber so zu funktionieren, nicht bei allen, sondern bei ein paar. Weil eben die Stoffwechselbereiche, die hinten dran halt auch problematisch sind. Funktionale Proteine zum Binden für Schilddrüsenhormone, für Sexualhormone. Also manchmal ist es so, wenn der Proteinstatus sehr, sehr niedrig ist, wo das B12 den Proteinstatus nicht hochsetzt, also das Gesamtprotein, dann funktioniert es komischerweise nicht. So, das heißt aber, pflanzliche Proteine werden schwerer aufgenommen, das wird tatsächlich so über Verdauung etc. Und sie haben eine andere Zusammensetzung der Aminosäuren. So, und die limitierende Aminosäure ist die limitierende, egal was für Aminosäure, ob jetzt semi-essentiell, essentiell oder non-essentiell, spielt gar keine Rolle. Die Aminosäure, die du zu wenig hast, in Summe in einem gewissen Zeitfenster, stört halt einen Aminosäurenstoffwechsel. So, das ist das Problem mit der Pflanzengeschichte. Und jetzt kriegst du halt relativ wenig Proteine rein und du kriegst bestimmte Stoffe auch meistens an Phytate gebunden, sodass halt die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit weniger wird. Also haben viele Leute, die sich pflanzlich ernähren, tatsächlich niedrige Magnesiumspiegel, haben niedrige Eisenspiegel, haben niedrige Eisen in verfügbarer Variante, haben einen niedrigen verfügbaren Protein-Gesamtstatus drin, da wunderst du teilweise, essen Proteinpulver, haben trotzdem gleichen Scheiß, und sie haben andere Stoffe wie Kalium etc. auch niedrig. Naja, da kannst du jetzt alle schlucken und spritzen, oder du kannst halt einfach versuchen, ab und zu auch mal tierische Produkte mit dazu zu essen. Und jetzt sage ich mal, über 30 Jahre, wo ich jetzt eben das selber mache, und ich habe auch mal versucht, eine Zeit lang vegan, also wirklich vegan zu leben, gerade wegen dem Taekwondo, wegen dem Gewicht, um einfach mein Gewicht zu halten, hat sich herausgestellt, gesundheitliche Probleme, riesengroß, und haben wir auch alles versucht mit B12 und Zeug und Spritz, alles Kacke, alles einfach nur Kacke. Und seit 20 Jahren, wo ich Sportlerbetreuung mache, ganz ehrlich, mit einer Mischkost, und das hört sich jetzt saublöd an, vielleicht sage ich euch nachher noch eine Anekdote mit dazu, was ich gerade als Projekt nebenbei fahre, mit Kalträuchern von Fleisch, haben wir das festgestellt, dass die Nahrung tatsächlich viel, viel wichtiger ist. Das spielt vielleicht auch momentan gerade eine Rolle, wo man uns versucht, in bestimmte Richtungen zu schieben. Vielleicht muss ich das Bild vielleicht sogar noch ein bisschen größer machen, ohne dass wir jetzt in der Verschwörungstheorie gehen. Dass diese Nahrung der guten Qualität mit Kombination eben Mischkost tierisch plus eben pflanzlich, ja, wobei man pflanzlich auch ein bisschen aufpassen muss, dass man das eben braucht, um die Inhaltsstoffe so zusammenzukriegen, dass du in Summe eigentlich das ist, was du als Mensch brauchst. Und das hat sich beim Leistungssport da tatsächlich als sehr, sehr hilfreich erwiesen. Also wir haben es ja früher auch nicht geglaubt, aber wenn du dann die Erfolge siehst, wenn du dann die Blutbilder siehst und vor allen Dingen, wenn du die Menschen mit den nicht befahrenen Problemen siehst, dann denkst du manchmal, Essen umgestellt, Problem gelöst, gibt's ja nicht. Aber ist dann so und dann bist du natürlich einerseits auch froh, auch wenn du überrascht bist, aber stellt sie dann so raus. Vielleicht bevor ich es vergesse, ich habe mir ein Video angeschaut, das hat mir einer meiner Kunden zugeschickt und hat gesagt, Marco, schau dir mal das junge Mädel an, die macht da gerade 3000 Kilokalorien und macht Massephase, ein ganz junges Mädel.
Und dann haben wir das Video angeschaut, ich habe dann auch einen Kommentar drunter geschrieben oder mehrere Kommentare drunter geschrieben, auch nicht böse gemeint, aber ist auch vegan und dann schaust du dir das Essen so an, naja, ist jetzt nicht gesund. So, wenn das nicht gesund ist, ja, ist egal, ob vegan, ob Carnivore, spielt keine Rolle, wenn nicht gesund ist, ist nicht gesund. So, und wieso ist das jetzt nicht gesund? Naja, das Gesund ist so ein dehnbarer Begriff. Also, der eine oder andere kann dreimal die Woche zum McDonald's gehen, hat super gute Blutwerte, dem geht's pumperl gut, der steckt das weg. Der andere geht einmal die Woche zum, und so habe ich eigentlich diese Werbung gesagt, Fastfood-Kette, Entschuldigung, Fastfood-Kette, und hat dann schon gesundheitliche Probleme. Gesund ist halt kein fixer Zustand. Und gesund ist halt auch nicht an ein fixes Prozedere gekoppelt, sondern ist halt einfach das, wie kann dein Körper mit etwas nicht so gutem oder gar nicht konformen einfach umgehen. Es gibt Leute, die können einen ganzen Kasten Bier trinken und sind also vielleicht ein bisschen lockerer, aber sind nicht besoffen. Es gibt Leute, die trinken eine Flasche Bier und fallen um. Naja, der eine oder andere hat halt eine andere Funktion im Stoffwechsel. Ja, weiß ich nicht, hat er Mutantenleber oder hat er einfach eine gute Leber und der andere hat er Alibi-Funktion von irgendwo gekauft und funktioniert halt nicht richtig. Ja, Kopie. Eine Replika von der Leber. Also da haben wir so viele Variationen da drin, dass einfach dieses Gesund kein fester Begriff ist. So gesehen kann der eine das essen, der andere das essen. Jetzt ist es, wenn man dann näher hinschaut, auch mit Gemüse oder so genau gleiches Geschichte. Wir haben das letztes Mal kurz bei uns diskutiert, wo ich gesagt habe, also auf meinem Patreon-Channel ein Video gemacht, man muss kein Gemüse essen. Muss man nicht. Man kann auch ohne Salat super gesund leben, kann man. Weil bin ich keine Kuh, bin ich kein Hase, brauche ich kein Gemüse essen. Weil erstens das, was wir heute als Gemüse bezeichnen, was man uns schon wieder sagt, was wir essen müssen, wenn wir das ein bisschen näher hinterfragen, dann stellen wir fest, der Salat ist gezüchtet, weil, naja, verwelkt nicht so schnell, schaut einfach super schön und super frisch aus, ist aber schon 14 Tage unterwegs. Und der schmeckt auch nicht mehr so bitter, weil die Bitterstoffe, das wollten die Kunden nicht und man hat den umgezüchtet. Naja, okay, für was haben wir früher eigentlich solche Sachen gegessen? Also früher, ganz früher, vor meiner Zeit. Wieso? Naja, weil bestimmte Kräuter Heilkräuter waren. Ja, die Dinger waren bitter. Wenn du dann Löwenzahn draußen vom Garten nimmst, dann ist der bitter. Brutal bitter. Aber den Löwenzahn sollst du nicht jeden Tag essen, weil der die Niere brutal zum Harndrang anregt. Und wenn du eh schon Mineralstoffdefizite hast, dann hast du ein Problem. Und wenn du einen hohen Harnsäurespiegel hast, dann hast du auch ein Problem, wenn du den eben schüsselweise frisst. Dafür ist es nicht gedacht. Das sind Heilkräuter gewesen. So Heilkräuter hast du zu bestimmten Zeiten dazugenommen, um etwas zu bewirken. So machen Tiere das genauso. Bisschen denken. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und dann sagt, okay, wie zum Beispiel da bei dem Thema mit vegan gesund ernähren mit Gemüse, ja, ich kaufe ja Tiefkühlkost. Tiefkühlkost muss nicht gesund sein. Na, Markus, das ist schockgefrostet. Na, ja, logisch, das wird schockgefrostet. Okay, was für Qualität nehme ich vom Gemüse und mache Schockfrostung? Das spielt schon mal eine Rolle. Was für Qualität? Und was für Art von Gemüse nehme ich denn? Aus einer Plantage raus? Aus irgendwelchen Strohgeschichten oder noch viel schlimmer auf Styropor mit unten Nährlösung drin und das nehme ich und mache Schockfrostung? Und wenn man dann noch auf die Nährwerte geht und man sagt, okay, die haben jetzt eines gemacht, die haben geerntet, haben schockgefrostet, haben Stichprobe gemacht, gezielte Entnahme, dann ins Labor und danach getestet. Dann ist das schon was anderes, als ob das Ding erst einmal 4 Wochen oder 8 Wochen in der Kühltheke drin liegt beim Discounter und dann bei dir nochmal vielleicht 4, 8 Wochen in der Tiefkühltruhe drin liegt, also alles schon ein Klumpen Eis ist und die Membran schon komplett zerstört ist und du das danach in die Mikro reinhaust oder in die Pfanne reinhaust und zwischendrin mit der Hand reinlangst. Also auch hier sind schon mal brutal große Unterschiede. Sondern das ist das, was die Menschen immer mehr verlieren, dieses komplexe Denken. Und genau das ist der wichtige Faktor. Und wann kannst du komplex denken? Ja, wenn du deine Nerven nicht verloren hast, wenn du in einem ausgleichenden Bereich bist und wenn du dich von manchen Einflüssen von außen einfach schottest. Nicht spritzen, nicht schlucken, nicht schniefen, sondern von schlechten Dingen dich fernhalten. Von, ja, essen Sie mal das, das müssen Sie essen. Vegan, das ist gesund. Wieso ist das gesund? Dann hinterfragen. Was braucht mein Körper? Wo ist was drin? Warum haben wir bestimmte Verdauungszeiten? Die Mechanismen, ja.
Das ist eigentlich der wichtige Faktor dahinter. So, jetzt gehen wir es nochmal ganz kurz durch. Sonst quatsch ich nur. So, Beautiful Monster schreibt, Verweichlichung der Gesellschaft ist wirklich wahr, möchte die Wim Hof-Methode ausprobieren. Was sagst du dazu? Ja, ich habe mir das angeschaut, weil finde ich das erst einmal eine sehr, sehr gute Geschichte. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jeder kann, weil ich kenne ein paar Leute, die, wenn ein bisschen im Windzug stehen, sind krank. Ob man jeden Menschen so hart machen kann, dass die Niere und die Leber dann, also gerade die Nieren, dann keine Probleme machen, weiß ich nicht, weil manche Leute auf Unterkühlung sehr stark reagieren mit Schäden. Also ich denke, auch hier wird es Menschen geben, die einen sehr starken Ausnahmefaktor darstellen und das nicht für jeden geeignet ist. Und ich denke auch nicht, dass das wirklich jeder auf die Schnelle durchziehen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ich kann es aber nicht sagen, weil ich selber habe es nicht ausprobiert. Aber grundsätzlich finde ich es für einen sehr, sehr guten Gedanken, der nachvollziehbar ist und der von der Physiologie her im Hintergrund auch nachvollziehbar ist. Ich weiß nur nicht, ob das jeder kann. Also meine persönliche Meinung. Also weiß ich nicht. Ja, kann ich nicht mehr sagen dazu, als das, was ich gerade gesagt habe. Peter Müller, scheiß Wim Hof mit kalt duschen reicht. Das würde ich jetzt definitiv unterstreichen, was der Peter da sagt, weil das macht schon mal eines, es macht zum Beispiel die Aktivierung vom Cholecalciferol, also das ist ja eine Muskelkontraktion und sie ist durchblutungsfördernd. Deshalb sollte man ja auch den Körper nicht zu tief kühlen, sondern man sollte eigentlich im Wechsel agieren. Also wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Entzündung hast, dann ist ja eigentlich für die Entzündung eine Kühlung besser als eine Hitze. Hat sich aber herausgestellt, ist Quatsch. Weil wenn du im Wechsel agierst, dann hast du eine höhere Durchblutung. Gefäße zu, Gefäße auf, Gefäße zu, Gefäße auf. Und sogar wenn du es massierst, ist bei einer Entzündung gar nicht schlecht. Solange du dir keine Überstressung des Gewebes machst. Erinnert mich bitte daran, dass wir, bevor es aus ist, nochmal zurückkommen aufs Cortisol. Und vielleicht nochmal auf die Sportler, wenn euch das interessiert. Peter schreibt, danke Markus für dein Wissen zum Thema B12. Ja, Peter, das ist ein ganz kleines Wissen. Will ich gar nicht groß sagen, das ist ein kleines Wissen, das sich blöderweise aus der Erfahrung rausgibt. Es wäre halt immer schön, wenn man manche Sachen kompensieren kann mit einfach, jetzt habe ich Akutmaßnahme. Ich mache das Gleiche, ja, ich versuche aber selber meine Sachen auch umzudenken, weil, wie heute zum Beispiel, heute mache ich den Livestream mit euch, weil ich euch einfach einen Teil von meiner Zeit zur Verfügung stellen möchte, auch wenn es der 4. Advent ist, weil es sind schwierige Zeiten. Alle Leute unterstützen mich so gut, einerseits auf meinem Channel, andererseits natürlich auch mit unserer Firma, mit unseren Produkten. Und ich kann noch nicht zu viel versprechen, aber wir kriegen auch nochmal ein Trainingsheft für normale Menschen. Also normale Menschen jetzt bitte nicht falsch verstehen, also nicht für die wahnsinnigen Leistungssportler, wo es ums Devil's Handbook geht, wobei das gar nicht so ist, ist nicht wirklich für die verrückten Leistungssportler, aber da kann man halt einfach ein Leistungstraining besser abbilden. Sondern wir kriegen auch nochmal für diese Schiene ein einfaches Training, wo das eben nochmal beschrieben ist, ganz einfach, diese Thematik mit Grundlagen-Ausdauertraining, wieso, weshalb, warum, wie oft, wie kann man einen azyklischen Trainingsplan eben machen, das was auch, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, was Unscheinbar geschrieben hat, mit eben ab und zu mal sich bewegen, das in einem mal einen Tag machen, mal einen Tag nicht machen, so in dem Wechsel, um einfach ein gewisses Grundprofil reinzubringen und was machen wir eben da zielsicher, Muskulatur, Herzgeschichte, Lagenwechsel vom Herz etc., Hüftkorrektur, Beinkorrektur, diese Geschichten bringe dann eben in ein sehr, sehr einfaches Trainingsprofil, was jeder zu Hause machen kann, einfach rein, damit man wieder schneller aus dieser Misere, aus der Gesamtmisere rauskommen. Das denke ich. Weil das ist vielleicht der Faktor, das man berücksichtigen muss bei der Wim Hof Technik. Ja, es macht einen eisernen Willen. Und es macht hundertprozentig mit der Stoffwechsellage was mit dem Immunsystem. Hundertprozentig. Aber es gibt mehrere Prozesse, die da noch mit ablaufen müssen. Und ich denke, wenn man den Wim Hof ein bisschen näher anschaut, hat der noch ein paar Prozesse außenrum und hat ein gutes Marketing außenrum. Also deshalb muss man, denke ich, das auch ein bisschen näher hinterfragen. Jens schreibt, ich versuche gerade meine Covid-Infektion in den Griff zu bekommen. Hast du vielleicht hier einen Tipp, was ich tun kann, um die Recovery zu beschleunigen? Also, Jens, ich bin kein Arzt. Also, ich darf natürlich nur rein theoretisch sagen, was ich so machen würde, wenn es denn so wäre. Ich bin aber zum Glück nicht krank. Toi, toi, toi. Na, Klopf auf Holz ist besser. Ich würde zum Beispiel eines machen. N-Acetylcystein würde ich zum Beispiel vielleicht nehmen. Ja, so 2 Gramm. Würde versuchen, meinen Blutzucker gut zu regeln und würde das mit Vitamin C, mit Zink etc. oder auch mit einer etwas verbesserten Proteinaufnahme ergänzen. Also klassisches Beispiel, jetzt kommen wir auf die Proteingeschichte, eine gute Hühnersuppe, ein gutes Suppenfleisch.
Ja, also gutes Qualitätsprodukt tierischer Natur, gut ausgekocht, dann natürlich die Fette nicht weggeschmissen, dann natürlich auch nicht das Kollagengewebe weggeschmissen, sondern das eben dann konsumiert. Das würde ich machen, um den Energiestatus und den Proteinstatus hochzugeben. Würde Richtung Ketogen bei der Geschichte gehen, also die Zucker zumindest zur Regenerationsphase nachts rausnehmen, ja, und würde eben in der Früh ein Grundlagenausdauertraining machen, aber ganz, ganz leicht. Ja, einfach nur, damit es zum Energieüberschuss kommt, dass die Zelle aufmacht, dass sie sensitiviert wird, und würde dazu das Immunsystem nicht stimulieren, was viele machen, was ich denke falsch ist, sondern würde das Immunsystem nur unterstützen in seiner Aktivität, also beruhigend, begleitend unterstützen. Und da wäre zum Beispiel Thema mit N-Acetylcystein, Vitamin C, eine sehr, sehr gute Geschichte, und vielleicht auch noch mit Prokain. Ja, das wäre das, was ich vielleicht begleitend in dem Zeitfenster machen würde. Nur in dem Zeitfenster. Und klar, da natürlich keine Proteine dazu, weil das soll natürlich gut aufgenommen werden und dementsprechend halt auch nüchtern, was man macht, und eine Flüssigkeitszufuhr. So, das wäre so in Kürze gesagt, was ich dann tun würde bei dem Zeitraum. Und dann muss man halt schauen, was für Begleitgeschichten noch mit dabei sind. Aber ich würde sehr, sehr stark aufs eigene Immunsystem dann eben setzen, ist eher respiratorische Geschichte normalerweise, also schleimlösende Geschichte eh nicht verkehrt, und natürlich Flüssigkeitsgeschichte ebenso nicht, und würde dann einfach mal auch ins Blutbild reinschauen und würde bestimmte Parameter anschauen, wie es denn im Blut ausschaut. Ja, eventuell sogar Dunkelfeldmikroskopie, und würde mir die Erythrozyten näher anschauen, wie leistungsfähig das die sind oder ob die schon geschädigt sind. Also das würde so in der Richtung würde agieren. So. Sascha schreibt, ja Jens, Cystein, Vitamin D, ja genau, mit Vitamin A und C, Selen, Glutathion, also Glutathion würde ich weglassen, weil N-Acetylcystein, das würde ich verwenden, ist die Vorstufe und das wird eigentlich umgewandelt. Mit Löwenzahn wäre ich sehr, sehr vorsichtig, wenn ich ehrlich bin. Also man hat früher mal den Löwenzahn-Sirup gemacht, ja, also man hat die Blüten ausgekocht und hat da den Löwenzahn-Sirup gemacht, haben wir früher selber auch gemacht, da hast du aber das Problem, dass ein wahnsinnig hoher Zuckeranteil dabei. Und ich denke, Immunsystem, Zuckerverzuckerung von funktionalen Proteinen, dann vielleicht noch sowieso einen niedrigen Proteinstatus, halte ich für solche Sachen gar nicht gut. Also würde ich nicht machen, und vor allen Dingen bei Löwenzahn bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, was die Harnsäure angeht. Und viele Leute haben bei der niedrigen Bewegung auch Harnsäureprobleme. Deshalb wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Also da wüsste ich jetzt eben, warum das unbedingt sein muss. Glutathion würde ich mir schenken, weil es einfach rausgeschmissene Kohle. Außer es ist, S-Acetylglutathion als Injektionsgeschichte, als Infusionsgeschichte. Ja, dann ist das was anderes. Aber ich denke, auch das muss man eben machen. Die günstigste Variante ist einfach N-Acetylcystein als Pulverform kaufen. Vielleicht mit einem Zitronensaft oder mit einer Zitronensäure gekoppelt. Vielleicht mit einem Magnesium mit dazu, ja, je nachdem. Und dann eben das Trinken mit einem halben, dreiviertel Liter und die Flüssigkeit langsam reingeben. Und dann muss man einfach mal schauen, wie auch die Elektrolyte stehen. Meistens hat man dann Elektrolytprobleme auch noch mit dabei. Deshalb ist so manchmal so ein Blutbild für bestimmte Parameter, Entzündungsparameter, Thrombozyten etc., die D-Dimere und dann natürlich auch die Faktoren für die Blutgerinnung und der Protein-Gesamtstatus und die Entzündungswerte haben wir gerade angesprochen und dann halt die Mineralstoffe drin. Ja, so beim Vitamin D3, denke ich, ist eine gute Geschichte, aber das Vitamin D3, wenn man vorher nicht genommen hat und dann nimmt man es und dann denkt man, muss man hochdosieren, das habe ich vorher gesagt gehabt, ist, ich denke, nicht verkehrt, auch den Magnesiumspiegel mitzunehmen. Also mach halt einfach die Elektrolyte im Blut durch, das kostet nicht viel. Und dann siehst du eben, wo es dir hingehen musst. Natrium, ganz einfache Geschichte. Du kochst dein Fleisch, du kochst dein Huhn, da gibst du sowieso zur Suppe Salz drauf, da bist du eh nicht verkehrt. Nimmst du Meersalz, nimmst du Steinsalz, super Geschichte. Und in der Früh kannst du eventuell Kalium mit dazu nehmen, um den Kaliumspiegel hochzuziehen, falls du bei der Erkältung bzw. bei der Infektgeschichte, Immunsystemgeschichte, ist auch Kaliumgeschichte viel mit dabei, eben das wieder nachführst. Das wäre so rein theoretisch, was ich so ein bisschen machen würde auf die Schnelle. Jörg schreibt, wie hoch kann ich denn Folsäure nehmen? Da muss ich ehrlich sagen, da halte ich mir jetzt mal lieber raus, weil mit der Folsäure bin ich, habe ich einiges gelesen. Wir haben damals gedacht, man kann das auch im Bereich vom Doping einsetzen. Da ging es um so Geschichten wie Epigenetics, um da irgendwelche, da halte ich mich raus. Also bin ich nicht so bewandert, bin ich ganz ehrlich, da will ich nichts Falsches sagen, deshalb halte ich mich bei der Folsäure einfach wirklich sehr, sehr stark zurück. Wir haben es bei uns in die, ja, hier haben wir es drin, in einem Faktor 300, also dreifache Tagesdosis, das denke ich, ist jetzt nicht das Maximum, ich denke schon, dass man da höher gehen kann, aber
kann ich da nicht genau sagen, wie hoch. Also ich kenne ein paar Vitamine, die im Leistungsbereich tatsächlich Sinn machen, also auch im höheren Bereich. Und da ist eigentlich nie so wirklich die Rede von der Folsäure, da ist die Rede vom Niacin für den Fettstoffwechsel, da ist von Pantothensäure die Rede, da ist vom Benfotiamin, das haben wir bei uns im, weiß ich nicht, ob wir irgendwo eine Schachtel rumstehen haben, doch haben wir schon, siehst du, das ist eben bei uns hier im HMFX Regeneration drin, wobei das gibt es nur bei uns, das gibt es in dem Shop, da ist eben auch die Thematik drin, B12, Phosphatidylcholin, also die Phospholipide, auch die Peptide mit dabei für die funktionalen Proteine, das Vitamin C mit dabei und so weiter. Da haben wir eben auch diese Kofaktoren dabei, aber mit hochdosierten Folsäure habe ich gar nichts gemacht. Also noch nie, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich zu hohen Respekt davor und da bin ich vorsichtig mit dieser Epigenetics-Geschichte. Bin ich aber dran, bin ich ganz ehrlich, bin ich dran, weil mich das einfach interessiert, ob das dann eventuell in bestimmten Bereichen auch wieder irgendwie anders zu sehen ist. Da, aber ihr wisst es ja, wenn man Studien liest, manchmal fangen die Studie von hinten an, schauen wir erst einmal den Aufbau von der Studie an, dann denkst du schon, mein Gott, wer hat diese Studie konzipiert, dann schaust du, wer hat sie bezahlt und dann denkst du, ja, mach gleich zu, lass einfach gut sein, brauchst du gar nicht nachlesen. Es ist einfach manchmal richtig, richtig schwierig, das eben, naja, mit gutem Gewissen das zu machen. Jörg schreibt, bei HMFX Regeneration und HMFX Nutri-Cosmetic bin ich ja schon auf 1000. Ja, genau, das reicht völlig aus. Das reicht völlig aus. Also ich meine jetzt bei der Geschichte zum Beispiel, dass man in hohe Bereiche reingeht. Ja, also normalerweise aus dem Mikrogramm-Bereich. Ja, Mikrogramm. Und da gibt es ja Leute, die nehmen 100, 200, 1000 Milligramm. Pass jetzt auf, was ich sage. Wir haben es nie gemacht und ich wüsste jetzt auch nicht, bei Niacin ist so eine Geschichte, Niacin merkst du. Und Niacin merkst du tatsächlich im Bereich der Leistungssteigerung, aber ich kann auch sagen, Niacin merkst du dann auch mit Nebenwirkungen. Sei es jetzt, dass du allergische Reaktionen drauf kriegst, weil es am pH-Wert der Haut verändert, also beziehungsweise den Schweiß sogar verändert und die Harnsäure verändert. Also Niacin hochdosiert zu nehmen, ist eine super Geschichte für einen Energiestoffwechsel, für einen Fettstoffwechsel. Aber gerade bei Allergiker, mit Vorsicht zu genießen. Also jemand, der da sehr zu Neurodermitis neigt, der kann im Sommer da wirklich so am Kratzen sein. Also da haben wir vogelwilde Sachen schon erlebt und ich selber bin ja auch früher mit einer starken Neurodermitis gewesen. Und da wird der Schweiß, der brennt. Der brennt wie Neurodermitis, wer hat, der kennt das. Wenn einfach nur noch so und da kannst du durchdrehen. Und das ist mit Niacin zum Beispiel auch der Fall. Also positive Effekte HDL, ja, mag sein. Positive Effekte Energiestoffwechsel, ja, mag auch sein. Aber machen wir heute alles nicht mehr so lange, nicht mehr so hoch dosiert, weil wir einfach, obwohl es Vitamine sind, obwohl es eigentlich orthomolekulare Substanzen sind, kommen wir bei hohen Dosierungen in Wirkbereiche und bei Wirkbereichen gibt es Nebenwirkungen. Das Blöde ist einfach, du weißt nicht, wie die Kombination ist. Und das, was die Leute da draußen erzählen, ja, das muss so viel zu so viel sein. Also wenn wir ehrlich sind, ist es gelogen. Weil du hast nicht ein Rad als Stoffwechsel, sondern der Stoffwechsel, der agiert er so. Und wenn er hier nicht agiert, dann agiert er da drüben und der gleicht das aus. Das ist vielleicht nochmal kurz ein Kreis zu den Omega-3-Fettsäuren. Dr. Schmiedl, glaube ich, heißt das. Das ist ein älterer Mann schon. So, ja, Brille auf und da denkst du, okay, der redet über Gesundheit. Okay, hörst du mal zu. Und Omega-3-Fettsäuren ist ein Thema, interessiert mich fast ein Leben lang schon, ja, weil hast du brutale Sachen gehört, also von Eicosapentaensäure und Docosahexaensäure und was das im Stoffwechsel macht und wir haben es genommen, bis wir blaue Flecken gehabt haben, weil das Blut zu dünn war und lauter so Mist und ja, grundsätzliches Thema bei der Geschichte ist, man muss immer aufpassen, wenn Leute anfangen, etwas anzupreisen, das sage ich heute mit meiner längeren Erfahrung dabei. Und dann hörst du, okay, Omega-3-Fettsäuren sind sehr, sehr positiv, weil die drücken die Entzündungswerte. Also, lieber Doktor sowieso, falls Sie das Video sehen oder Ihnen das jemand schickt, Omega-3-Fettsäuren drücken keine Entzündungswerte, sondern über die Prostaglandine kann es sich eventuell neutralisierend oder gegenregulierend mit unter anderem auswirken. So, das heißt, ja, man braucht mindestens 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Mindestens 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Wie kommen wir auf 2 Gramm? Wieso? Bei was für einem
Störparameter außen? Bei was für einem Belastungsprofil? Bei was für einem Oxidationsstress? Bei was hinten dran braucht man 2 Gramm? Um so auszuschauen? Oder für was? So, und dann kommt der Punkt, ja, Omega-3-Fettsäuren, aber 90% sind schlecht am Markt. Ja, das hat er also auch schon gehört, dass wenn du draufbeißt und das Ding riecht brutal nach Fisch, also ja, ist Fischöl drin, wenn es gut geht, und kein Sesamöl und kein Sojaöl, meistens ist Sojaöl und Sonnenblumenöl als Streckfaktor dabei, was dann sowieso die Entzündungswerte eher hochsetzt als nieder, und dann musst du brutal viele Kapseln handweise reinschmeißen, hast also mehr schlechtes Öl dabei als gutes Öl, dann macht es eigentlich in Summe sowieso keinen Sinn, dann kannst du auf die Omega-3 auch pfeifen. Und ich nehme seit 20 Jahren keine Omega-3 mehr, weil wenn du Leute hast, die du kennst, die Produkte herstellen und die dir dann unter der Hand sagen, Markus, du hast 6 Monate Zeit, um das Produkt zu verkaufen, weil sonst oxidiert der Mist, und der oxidiert blöderweise sogar durch die Gelatine oder durch die Weichgelatine, durch die Diffusionssperre von Aluminium und Doppeldiffusionssperre vom Kunststoff im Blister durch. Okay, manche werden in der Dosen verkauft, offen. Manche sind schon 1-2 Jahre alt, bis sie verkauft werden und sind offen. Manche sind vorher schon auf Halde produziert worden und werden dann abgefüllt. Manche werden vorgemischt mit frisch und alt, damit nicht jede Kapsel stinkt, sondern bloß ab und zu mal eine stinkt. Also habe ich Sachen gehört, wo man gedacht hat, Leute, da gebe ich kein Geld aus, weil es schweineteuer. Omega-3 ist super gut. Wenn der Hund, sparen wir den restlichen Satz, aber das ist das Grundproblem, dieses Wenn. Und der ist halt so hoch, der Faktor von ist schlecht. So, das heißt, ja, wenn wäre halt gut. Das Problem dabei ist nur eines, wenn man es noch näher betrachtet. Wenn denn das so wäre, dass die so wichtig sind, dann müssten alle, die sie nicht nehmen, brutal hohe Entzündungswerte haben. So, jetzt mache ich meine Coaching-Sache seit 20 Jahren. Und ich habe angefangen, diese Problematik mit Omega-3-Fettsäuren so ungefähr vor 15 Jahren zu wissen. Seit 15 Jahren habe ich kein eigenes Produkt mehr. Ich habe vor kurzem noch mal was probiert, vor einem Jahr ungefähr oder 1,5 Jahren, mit einem Bekannten von mir, der eine Firma hat für diese Supplemente, habe ich probiert, noch mal Algenöl aufzunehmen. Und die hat mir das eben auch ganz ehrlich gesagt, Markus, wir haben 6 Monate Zeit, wir haben zwar Rosmarin mit dabei für Antioxidationsgeschichten, wir haben Vitamin E mit dabei, auch für dich. Nicht synthetisches Vitamin E, sondern natürliches Vitamin E, also für den Antioxidationsprozess. Aber Markus, 6 Monate, dann fängt es an zum Oxidieren oder ist schon oxidiert, und dann ist es halt einfach so. Und du merkst auch, selbst im Kühlschrank, wenn du das lagerst, fängt er zum Riechen an. Und ist Glasflasche, also nicht Kunststoff, ist Glasflasche und ist kleine Glasflasche. Kostet die kleine Glasflasche EK netto 15 Euro. Kann ich einfach mal so sagen. So, das heißt, ich müsste das mindestens für 30 Euro verkaufen, weil haben wir Lagerzeiten drauf, haben wir die Gefahr drauf, dass wir es gar nicht schnell genug losbringen, dass wir einen Teil auch davon wegschmeißen müssten rein theoretisch oder den Kunden kaputte verkaufen. Also wir haben es gar nicht mit ins Sortiment genommen, aus genau dem Grund, weil geht einfach nicht. So, der Faktor ist also da, geht nicht. Jetzt müssten alle die Leute, die bei mir im Coaching sind, die alle diese Produkte nicht haben, alle hohe Entzündungswerte haben. Haben sie aber nicht. Und das nochmal an den lieben Doktor, sowieso. Der Körper hat nicht einen Punkt, wo Entzündung da, das muss rein, weil wenn das nicht rein ist, dann geht nicht. Also, wenn die Natur so blöd wäre wie wir Menschen, dann wären wir ausgestorben. Dann wären wir schon ausgestorben, bevor wir auf die Welt gekommen wären, wo wir jetzt gerade hintendieren mit der Thematik, was wir jetzt gerade machen. Aber der Körper hat immer viele verschiedene Alternativen, weil er sich sagt, mei, wenn der User einfach so dämlich ist, also dem, der Körper gehört, eigentlich so dämlich ist, weil frisst halt den Scheiß statt den Scheiß oder frisst halt nur permanent das, was man ihm sagt, was er fressen soll, und nicht, was die Natur sagt, was du tun solltest, dann kann der nicht gleich sterben, weil sonst hat sich die dumme Rasse viel zu schnell umgebracht und ist ausgestorben, so wie die Dinosaurier. Also wir sind schon brutal kompensationsfähig. So, das heißt, der Körper hat noch zig andere Faktoren, die auch entzündungsregulierend sind. Sondern wenn das Omega-3 so 100.000%ig unbedingt notwendig wäre, dann hätten alle anderen Leute Schäden. Einfach mal nur so, um zu denken. Und deshalb sollte man sich von solchen Ärzten einfach fernhalten, weil ich weiß nicht, was die verstanden haben, ich weiß nicht, was die gelesen haben, aber in Summe haben die anscheinend irgendwie nicht verstanden, dass der Körper ein wahres Kunstwerk an Regulationsfähigkeit ist. Rein theoretisch. Weil Entzündung hat mit Milieu was zu tun. Alleine die Atmung, also ich habe jetzt solche dicken Brillengläser, kann kaum noch reden und schaue nicht gesund aus, weil bewege mich nicht, und denke, die Omega-3-Fettsäuren können ein Bewegungsdefizit verbessern oder ausgleichen.
kannst du da echt nur auf den Kopf langen. Und genau das sind die Faktoren, die wir immer mehr schauen müssen, wo wir immer mehr den Geist öffnen müssen und immer detaillierter nachfragen müssen. Und leider sind wir gesellschaftlich heute an dem Punkt, wo wir heute sind, weil wir einfach blind irgendeinen Scheiß glauben, weil irgendjemand da ist und sagt, schau mal her, hier steht schwarz auf weiß, Studie, haben wir gemacht, haben wir Ergebnisse, musst du machen. Nein, muss ich nicht, muss ich denken. Und wenn es in Summe keinen Sinn macht, dann lasse ich es. Das nennt man Individualität, das nennt man Individuum, weil denke ich mit meinem eigenen Kopf und lasse nicht mit irgendeinem Arsch von meinem Kopf denken. So, aber jetzt trinke ich meinen Kaffee nochmal und lese nochmal kurz, weil finde ich super toll, ihr schreibt mir richtig viele Kommentare rein, das ist super lieb. Und wenn es geht, bitte nachher, nicht vergessen, muss ich was einblenden, muss ich aber schauen, ob das auch richtig ist, damit wir das Richtige einblenden. Ja, bitte nicht vergessen. Weiterempfehlen vom Channel, mal vielleicht auf meine Webseite auch schauen. Natürlich abonnieren, wenn es euch gefällt. Ja, und natürlich auch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Wenn wir den Livestream danach dann auch als Video reingestellt haben. Vielleicht auch einen Freunden mal schicken, damit wir ein paar Aufrufe mehrere kriegen, auch wenn mich Google hasst wie die Sau. Und ganz wichtig, wenn der Livestream nachher als Video drin ist, bitte Kommentare drunter, weil eure Meinung zählt und es hilft uns, Reichweite zu bekommen. Also das wäre super, super lieb. So, und jetzt muss ich lesen und Kaffee trinken nebenbei schnell. Ah, es ist schon wieder 19 Uhr. Okay, also beim Peter habe ich noch kurz gelesen, das finde ich sehr, sehr gut. Peter ist also nicht eingeschworener Veganer, sondern vegetarische Ernährung, also sprich nur tierische Produkte mit dabei. Ja, also absolut genau so bin ich bei dir. Also Eier können auf alle Fälle rein, Ziegenkäse, denke ich, ist mit Sicherheit auch eine gute Geschichte, mag ich auch ganz gerne, vor allem auf der Pizza. Wir machen sehr, sehr gerne Pizza. Ich muss euch vielleicht nochmal, wenn ihr wollt, das nächste Mal ein paar Bilder reinschicken von der Pizza. Wir machen aus Sauerteig, machen wir Pizza. Also Vollkorn, also dinkelvolles Korn, frisch gemahlen und daraus mache ich Pizzateig. Ja, jeder Italiener wird mir jetzt wahrscheinlich einen Hals umdrehen, weil das hat ja nichts mit Pizza zu tun. Ich zeige euch mal ein paar Bilder und ja, ich denke, so schlecht schaut es dann gar nicht aus. Ja, und es schmeckt hammergut. Da ist auch Ziegenkäse drauf, unter anderem. So, also, unscheinbar schon verstanden, ja, freut mich. LDL stark senken und viel Proteine. Naja, das mit dem LDL, also, ich würde mir ums Cholesterin, wenn ich ehrlich bin, gar keine Gedanken machen, weil das, was man uns da erklärt hat, glaube ich, ja, war gelogen wie so vieles andere auch. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch, das ist die Cholesterinlüge. Also die habe ich vor langer, langer Zeit einmal von jemandem geschenkt bekommen, als CD, genau, als CD. Und habe mir das im Auto mal angehört, als MP3, und das war sehr, sehr gut. Genau, also Glutathion funktioniert nur als Infusion oder liposomale, beides sauteuer. Ja, also Glutathion nimmst du als Infusion auch nicht her, weil es instabil, sondern dann nehmen sie S-Acetyl-Glutathion und das funktioniert, das war wirklich schweineteuer. Und deshalb N-Acetylcystein ist super gut, funktioniert super gut und muss halt nüchtern sein. Ja, in der Früh beim Grundlagen-Ausdauertraining sollst du sowieso nüchtern sein. Und da kommen wir zu zwei Faktoren. Also, wenn etwas das Immunsystem stimulieren soll, also es hat bisher noch keiner geschrieben, ob ich was zu den Sportlern sagen soll, also schenke mir das mit den Sportlern, macht das eventuell anders mal. Aber Thema Immunsystem ist korrelierend zum Cortisol. So, das heißt, das Immunsystem ist zwar wichtig, dass aktiv ist, darf aber nicht überstimuliert werden. So, bestimmte Sachen stimulieren das Immunsystem gewollterweise, aber deaktivieren auch manche Teile, das beim Immunsystem mit unter anderem verantwortlich ist, damit es funktioniert, also bestimmte Zellen, ja, oder Proteinverbindungen, Zellen, also Makrophagen, T-Zellen, wie auch immer. So, und damit wird ein Teil vom Immunsystem abgeschaltet und ein anderes Teil wird stimuliert. So, das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Bei so einer Überstimulation vom Immunsystem redet man eigentlich für die Basis von einer Autoimmunerkrankung, die sich oft als eine Allergie kennzeichnet. So, das ist eigentlich ein sehr, sehr schlechter Zustand. Deshalb ist es sehr, sehr gut, wenn man in manchen Bereichen auch das Immunsystem korrelierend zum Cortisol, also das Cortisol versucht zu senken.
nicht so tief. Und deshalb ist auch der Faktor wichtig, wann man es senkt. Weil wenn das Immunsystem schon brutal in Arbeitsphase ist und permanent an hohe Cortisolgeschichten getriggert ist, passiert das wie beim Sportler. Geht in Urlaub, zweite Woche, krank. Das hängt halt blöderweise auch hieran gekoppelt. Deshalb sollte man immer wieder versuchen, dass sich das Cortisol nicht permanent aufschaukelt und permanent hoch ist über einen längeren Zeitraum. Weil irgendwann wird es abfallen, weil es der Körper nicht mehr so produzieren kann. Oder es gibt eine Cortisolresistenz blöderweise. Dann kriegst du eine Insulinresistenz und dann kriegst du auch eine Mangelernährung sozusagen zellulärer Art und Weise. Dann kriegst du einen depressiven Zustand und das kann halt partiell im Körper ausfallen. Und deshalb ist es dann halt auch sehr, sehr schwierig, weil dann halt auch Organschäden aus der Natur herauskommen können, weil sich in diesen Bereichen der pH-Wert verändert und damit die Regenerationskapazität dieser Bereiche sich verschlechtert. Also deshalb ist das so korrelierend da dazu. So, was haben wir jetzt noch? Ich vertrage auch nur DEG-Dosierung bei B3 Niacin, genau. Ja, also es gibt ja das Nikotinamid und es gibt das Niacin. Also ich bin selber ein Fan, Entschuldigung, habe im Kaffee ein bisschen verschluckt, ein Fan vom Niacin, weil es Niacin ganz andere Effekte im Körper erzielt als Nikotinamid. Ja, da kriegst du keinen Flash, ja, da musst du halt langsam mit der Dosierung hochgehen und Niacin würde ich heute auch nicht mehr permanent durchnehmen. Also ich mache sehr, sehr gerne Niacin phasenweise, einfach weil es eine Leistungssteigerung gibt bei der Fettsäurenfreisetzung, bei der Fettsäurenverbrennung etc. Aber ich mache das heute auch nicht mehr hochdosieren und wer halt Kaffee trinkt, hat ja auch solche Verbindungen mit dabei und es gibt sehr, sehr große Studien und die sind auch sehr, sehr groß angelegt aus zwei Gründen. Nikotinamid und Nikotinsäure, Niacin. Wem kommt das Wort bekannt vor mit dem Nervengift Nikotin? So, Rauchergeschichte. Also die Raucherlobby hat sehr, sehr lange da große wissenschaftliche Untersuchungen machen lassen, warum manche Raucher zum Beispiel weniger Erkältungskrankheiten kriegen als Nichtraucher. Ist dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. Ja, muss man sich an das Nervengift mal halten, an den Fraßschutz der Pflanze, an die Tabakpflanze. Es hat schon einen Grund, was das Nikotin oder das Nikotinamid oder die Nikotinsäure halt macht. Die Nikotinsäure ist da aktiver. Es gibt da schon einen Grund dafür. Natürlich, wenn ein paar tausend Verbrennungsnebenstoffe natürlich mit dazukommen, die andere Bereiche, ja, ihr wisst, was ich damit meine, also krebserregend, karzinogen sind etc., gerade das Verbrennen, also die Aerosole, die da dabei entstehen, die Verbindungen da dabei, das sind ja wahnsinnig viele, wirklich direkt karzinogen wirkend. Da kann man auch froh sein, dass der Körper so viel kompensieren kann bei dem einen oder anderen. Dass man einfach sagen muss, dann ist natürlich besser, wenn das Nikotin anders aufgenommen werden würde. Sei es jetzt mit einem Vaporizer oder wie auch immer. Aber andere Art der Aufnahme und es hat einen sehr, sehr hohen Stoffwechseleffekt. Also das hat es definitiv. Deshalb bin da schon ein Fan davon, bin ich ehrlich, aber man muss ja immer schauen, in welchem Bereich. Erdnuss und Walnussöle zum Braten, Backen und Kochen reicht vollkommen. Naja, also ich bin gar kein so Fan von diesen Ölgeschichten, eben aus der Oxidationssache raus. Und da hat der Dr. Schmiedel, glaube ich, oder geheißen, schon recht. Also Erdnussöl wäre sehr, sehr vorsichtig, gerade aus dem Grund, weil da Proteine dabei sind, wo der Körper sehr allergisch drauf reagiert. Der eine oder andere ist da sehr sensitiv und bei Walnussölen haben wir früher auch hergenommen, was man geheißen gehabt, ja, da hast du Ala mit dabei, also hoch die Fettsäure dabei und daraus kannst du es halt sehr, sehr gut synthetisieren. Also ist ein enzymatischer Prozess, aber da hast du das Problem, dass das auch sehr, sehr begrenzt funktioniert und immer wenn Enzyme aktiviert werden, sind halt aktivierende Faktoren dabei. Niacin ist zum Beispiel so ein Enzymaktivator dabei, was der Geier zwischen 300 und 400 Enzyme irgendwo, wo Niacin dabei ist. Zink ist ein wichtiger Faktor, Magnesium ist ein wichtiger Faktor. Dann sind wir schon wieder bei dem Thema, was ich vorhin Peter gesagt habe, warum ich sogar bei orthomolekularen Substanzen heute sehr, sehr vorsichtig bin mit extrem hohen Dosierungen, weil du halt sehr viele Sachen für enzymatische Prozesse brauchst. Also wenn du hormonelle Prozesse anregst mit Sachen, hast du ja Hormone als Botenstoffe, die dann im Endeffekt ausschlaggebend sind für weitere Folgeprozesse, die dann passieren, je nachdem, was halt passieren soll, je nachdem, was für Hormone das halt, was auch hauptsächlich oder nebensächlich oder wie auch immer promotet, ob es ein Prekursor oder wie auch immer ist, also noch Umbaugeschichten hat, dementsprechend hast du enzymatische Arbeiten hinten dran sozusagen und das kann natürlich auch negativ auf die Vitalstoffe auswirken. Deshalb heißt es ja Vitalstoffe und entsprechend muss man halt ein bisschen aufpassen. So, meine Lieben,
haben wir noch eines, wollte ich glaube ich noch ansprechen. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz in die Umfrage rein. Wie schaut es jetzt aus? Geht so, ist 50%, kaum noch auszuhalten, sind 10%, das ist weniger geworden. Versuche alles zu ignorieren. Ja, ist ein Drittel fast, sind 30%, lasse mir nichts mehr gefallen, ist 10%. Also ja, kaum noch auszuhalten und lasse mir nichts mehr gefallen, sind auf gleichem Niveau, sehr, sehr tief. Ja, kaum noch auszuhalten, bin ich froh, dass es so wenige sind. Bei dem geht so, da denke ich, ist der eine oder andere vielleicht auch gar nicht so ehrlich zu sich selber und versucht, das auszublenden. Ich will keinen beeinflussen. Überhaupt nicht. Ist nicht meine Denke, dass man jemand etwas vorgeben soll, weil das muss jeder schlussendlich selber machen. Aber ich denke, wir brauchen noch sehr, sehr viel Energie. Deshalb bitte die Nerven bewahren. Nicht so viel an Substanzen denken, sondern viel, viel mehr an die Einflüsse, wie wir damit agieren. Das Wegschauen punktuell schon machen. Ich denke, das ist gut. Man muss das. Man muss einmal einen Ruhepol machen. Man muss mal die Augen zumachen. Man muss mal die Ohren auch für was anderes hernehmen. Aber zu informieren und informiert zu sein, um rechtzeitig dann gute Entscheidungen zu treffen, das denke ich, ist sehr, sehr notwendig. Also deshalb nur Ohren zu, nur Augen zu, Vogel-Strauß-Taktik, Kopf im Boden rein, das denke ich, ist sehr, sehr gefährlich. Also muss man das vielleicht auf bestimmte Zeiten, das Schauen, das Hören und dann fokussiert und konzentriert, und das braucht ja auch einen ruhigen Zustand, um dann analytisch die Punkte durchzugehen, um gesunde, vernünftige Entscheidungen für sich oder für die Familie und für sich zu treffen. Das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Und da gehört dazu, dass wir eben als allererstes mal an unsere eigene Gesundheit denken. Und die sollte in der Früh startend für den ganzen Tag stattfinden. Also meine Lieben, wir haben einen vierten Advent. Bleibt mir bitte alle ganz gesund. Ich hoffe, wir sehen uns auch nochmal vor dem neuen Jahr. Dann kann ich euch vielleicht einmal das eine oder andere Bild noch zeigen von meinem Räucherschrank, den ich jetzt demnächst baue. Das Fleisch ist gerade beim Pökeln. Und vielleicht, ja genau, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Wenn es euch interessiert, ich habe noch ein bisschen Kaffee drin, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mir jetzt unten drunter schreiben, ob ich euch noch kurz was sagen soll zu dem Thema Fleisch kalt räuchern. Ja, dann machen wir das noch. Ich trinke kurz einen Kaffee und ihr könnt mir unten drunter schreiben, ob ich noch ein paar Worte zum Geräucherten sozusagen sagen soll. Dann erkläre ich euch noch eine Kleinigkeit, was ich so sehe zu dem Thema. So, also, interessiert sich keiner fürs geräucherte Fleisch? Ganz gut, bleibt mir mehr. Ja. Also, meine Lieben, dann wünsche ich euch auch einen schönen vierten Advent. Lasst es ruhig ausklingen und wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Sonntag, denke ich. Bleibt mal also ganz gesund, ganz liebe Grüße und nicht zu viel Süßes essen. Jens schreibt noch kurz was, okay. Wie war das nochmal mit dem kalten Kaffee? Ja, kalter Kaffee. Ist kalter Kaffee und ist super gut gegen Falten. Und was nicht hilft, gebe ich ein Klebeband nach hinten. Aber immer, dass man es bei der Kamera nicht sieht. Nehmen wir Tesafilm und dann nach hinten kleben. Und dann sitzt du so drin, habe keine Falten, bin faltenfrei. Naja, ein bisschen Spaß muss sein, aber es funktioniert auch ganz gut. Also meine Lieben, dann machen wir es dann lieber so. Trinken wir noch eine Tasse extra kalten Kaffee. Oder stellen wir sie in den Kühlschrank rein. Achso, Beautiful Monster schreibt, na klar, also doch Räucherfleisch. Der eine oder andere hat halt doch noch ein bisschen Interesse an. Ja, also, machen wir das noch ganz kurz. Ich baue mir einen Räucherschrank aus Holz. Hat ein paar Gründe, warum aus Holz. Weil will ich also auch keine Kondensatflecken auf meinem Essen drauf haben etc. Aber habe ich mir natürlich einiges angeschaut zu dem Thema, weil mache ich das erste Mal, habe ich noch nie gemacht. Und mir hat immer schon gestört, dass eben Räucherschinken meistens Schweinefleisch ist. Ja, ich bin jetzt kein Moslem, aber Schweinefleisch ist jetzt nicht unbedingt gerade so mein Fall. Eher Rinderfleisch, vielleicht auch Ziegenfleisch, auch Lammfleisch, aber Schweinefleisch ist jetzt echt nicht so mein Thema. Also haben wir überlegt, warum haben Leute früher ihr Fleisch geräuchert?
Man hätte es ja auch nur pökeln können, man hätte es ja auch einkochen können in Gläser, man hätte alles Mögliche machen können oder frisch schlachten. Die meisten haben ihr Zeug ja sowieso rumstehen gehabt. Warum haben die im Winter geschlachtet? Warum haben die geräuchert? Das war so die Frage, die mir mal längere Zeit durch den Kopf gegangen ist. Und dann haben wir immer das Thema gehabt, die Nitrite sind doch nicht gesund. Das Nitritsalz, das ist doch stoffwechseltechnisch gar nicht gut. Aber jetzt haben wir diese scheiß große C-Geschichte und du willst da vielleicht Fleisch ein bisschen haltbar machen, weil vielleicht fällt der Strom aus, haben wir gedacht. Und wenn der Strom ausfällt, dann willst du nicht bloß trockenes Brot essen, dann willst du vielleicht auch mal ein Stückel Fleisch noch essen. Das musst du also haltbar machen. Also kannst du es ja vielleicht auch trocknen oder räuchern, weil hebt sie länger. Da habe ich mich so jetzt fast einen Monat lang damit beschäftigt, weil siehst du zig Videos. Und der eine sagt, ja, das muss 24 Grad haben. Der andere sagt, das muss 3% Salz haben. Das muss den nass machen. Das muss den, das siehst du ja tausend Blödsinn. Und dann rede mit der Milena so. Und die Milena hat halt Bulgarien. Ja, Bulgarien, jeder macht das irgendwo. Ja, macht das draußen. Macht das so Oktober, November irgendwo so. Und dann hängt das halt einfach draußen und das macht halt jeder einfach. Da ist es kein so brutal diese Grad und jenes, also Hexenkunst, brutale Hexenkunst. Naja, gar keine Hexenkunst. Also habe ich mir überlegt, okay, muss das Nitratpökelsalz sein oder Nitrite oder kann man das mit Meersalz machen? Dann schaust du so ein bisschen rum, dann merkst du, ja, geht mit Meersalz auch. Naja, geht mit einem anderen Salz auch, geht zwischen 2,5 bis 4% irgendwo so zwischendrin, Trockenpökelung. Und kannst du Gewürze mit reinnehmen, kannst du im Vakuum machen, kannst du so einfach machen und kannst du, also geht relativ simpel. Und dann stellst du fest, ja, ist eigentlich gar keine Hexenkunst, warum macht man das eigentlich nicht? Naja, weil haben die meisten Leute keine Zeit. Und dann nehmen das Industrielle. Und dann siehst du Leute, die machen selber, investieren die Zeit da drin, aber haben sich gar keine Gedanken gemacht, warum man denn eigentlich dieses Fleisch haltbar macht. Man macht das Fleisch zum Beispiel nicht haltbar, weil man einfach etwas haben will, was nicht verrottet. Und dann haut man so viel Salz rein, dass es entweder brutal salzig ist. Oder man haut eben so viel Nitrite rein, damit man weniger Gesamtsalz braucht. Weil brauchst du bei dem angeblich weniger Salz als beim normalen Salz. Oder man macht es dann so, man lässt das Fleisch in dieser Salzlake wochenlang drin liegen. Oder man macht es so, wenn man es gesalzen hat, dann lässt man es nochmal ein, zwei Tage im kalten Wasser drin liegen, damit Salz wieder rausgeht. Da haben wir gedacht, Leute, ihr wollt ein gutes Stück Fleisch, und die meisten kaufen dann nicht einmal gutes Fleisch, sondern die kaufen dann sogar noch beim Discounter ein und kaufen irgendeinen Mist ein, aber ihr wollt eigentlich ein gutes Fleisch haltbar machen, weil ihr wollt ein gesundes Lebensmittel damit erzeugen. Der Schlimmste, den ich gesehen habe, der hat gesagt gehabt, er räuchert mit Packpapier. Mit Packpapier, aber bitte nicht mit Zeitung, mit Hochglanzzeitung, weil das ist nicht so gut, hat er gesagt. Aber damit räuchert der. Also die Leute sind so, spare ich mir das Wort jetzt, dass du echt noch den Kopf schütteln kannst. Man macht das eigentlich nur aus einem Grund. Dass man ein hochwertiges Lebensmittel haltbar macht, damit man zu Zeiten, wo man es braucht, dem Körper etwas gibt, was man braucht. Nämlich Proteine, die Vitalstoffe, die drin sind, deshalb räuchert man ja auch kalt. Dass man eventuell noch das Eisen mit dabei hat, dass man ja, viele dieser Stoffe, die das Fleisch gespeichert hat, dann eben zuführt. So, das heißt, die muss man doch Gedanken machen, dass ich das Fleisch nicht ins Wasser einlegen kann für tagelang, dass es auslaugt. Es muss doch Gedanken machen, dass ich nicht zu viel Salz reinhau, weil muss ja noch konserviert werden, sonst muss es ja nicht mehr werden und dann wird es sowieso getrocknet. Und ich muss doch auch das Ganze dann nicht räuchern mit etwas, was vielleicht an sich sowieso schon giftig ist und ich muss das Ding nicht tot räuchern. Also ich habe Aufnahmen gesehen, da hast du gedacht, da kommt gleich die Feuerwehr, weil da brennt die Hütte ab. Und dann hast du andere Leute gesehen, da hast du vom Rauch fast nichts gesehen und die haben dir gesagt, das reicht, weil es ein ganz leichter Räucherprozess ist. Also du siehst, was für idiotisches Zeug draußen unterwegs ist bei selbst so einer Sache, weil machen sich eigentlich keine Gedanken, für was das tun. Und deshalb wollte ich euch nur sagen, es gibt viele Alternativen, die wir selber machen können. Aber man sollte offen denken, für was mache ich denn das? Für was? Mache ich es nur, weil mache ich ein YouTube-Video und will ich jedem zeigen, dass ich Trockenfleisch machen kann? Naja, kann ein Sinn sein. Kann aber sein, dass ich das mache, weil will ich meinem Körper an bestimmten Zeiten etwas geben, was ich sonst vielleicht nicht zur Verfügung hätte. Oder will ich vielleicht zum Beispiel ketogene Ernährung machen, aber
will ich am Abend nicht unbedingt noch meinen Ofen anschmeißen oder ist der Strom zu teuer oder wie auch immer, dann habe ich so ein Fleisch, dann schneide ich das runter, dann kaue ich da länger drauf und habe noch mal etwas, was mir Nährstoffe gibt, aber was mir nicht zum Fressen anregt und habe vielleicht die Möglichkeit, so auch meine ketogene Phase besser durchzustehen, weil ich einfach beschäftigt bin und das Ding auch langsamer dann verdaut wird. Wie auch immer, es gibt viele physiologische, gute Positionierungen für so ein Produkt, wenn man es halt vernünftig macht. Und deshalb muss man aufpassen, wenn so viele Doktoren und Professoren draußen reden und sagen, ist schlecht. Ja, Brot, Kohlenhydrate, ist schlecht. Du kannst da super gutes Sauerteigbrot machen, du kannst so einen Schinken sauber dünn schneiden, der ist mit Meersalz gemacht, der ist kalt geräuchert und kannst da Brot und einen Schinken essen und da wirst du keine Zuckerprobleme kriegen, da wirst du keine Stoffwechselprobleme kriegen und du wirst auch deshalb nicht jung sterben. Das ist aber anderes Brot, das ist ein anderer Schinken, als wenn du in den Supermarkt reingehst und nimmst dir irgendwie ein Toastbrot, irgendein Schnellbrot und dann haust du irgendeinen Speck oder einen Schinken von der Theke drauf. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist das, was ich denke, was immer größeres Problem wird. Die Menschen vergleichen im Endeffekt das eine mit dem anderen, aber haben keine Ahnung, was eigentlich wirklich der Unterschied ist. Und dann hast du eine gespaltene Gesellschaft von links nach rechts mit allen Punkten. In der Ernährung, in der Medikamentengabe, der eine ist alternativ, der andere ist auch alternativ, der eine ist auf der chemischen Schiene, der andere ist auf der pflanzlichen Schiene, kannst du auf beide Seiten killen. Und genau das ist es, wenn Menschen außerhalb des vernünftigen Denkens mit der eigenen Birne sich verhalten, dann kommen die Probleme raus. Und das sehen wir blöderweise bei uns gesellschaftlich. Ich habe so viele Ärzte angeschrieben, um einfach mit denen auch mal zusammenzuarbeiten in der Richtung, alternativ heißt nicht alternativ im Wechseln der Präparate, sondern alternativ würde vielleicht heißen eine Kombination aus einer vernünftigen Anamnese und vielleicht dann auch mit einer Kombination mit einer physiologischen Bewegung. Vielleicht. Nicht einer zurückgeschrieben. Nicht einer. Nicht einer. Und dann heißt es, das sind aber die Ärzte, die jetzt draußen stehen, groß schreien, weil sie sind alternativ denkend und reden mit am jeden. Gespalten wird auf allen Bereichen, in allen Ebenen. Und spalten tun eines, es tun die Menschen. Und solange das der Punkt ist, denke ich, werden wir immer noch genau die gleichen gesellschaftlichen Probleme haben. Deshalb bin ich persönlich nicht jemand, der diesen Menschen hinterherrennt, sondern versuche ich meine Sachen selbst zu regeln und versuche das mit eigenem Denken selbst zu erledigen. Und das ist das, was ich euch hier auf meinem Channel mitgeben möchte. Keine festen Denkmuster, keine festen Meinungen, keine festen Rezepturen oder was, sondern einfach habt Mut, nutzt euren eigenen Kopf. Mit jedem Mal, wo ihr selber als Individuum, individual selber handelt, seid ihr auch ein Individuum und seid stolz darauf, dass ihr das seid und bleibt mir das auch so. Ganz liebe Grüße, jetzt trinke ich meinen kalten Kaffee und dann lassen wir den Abend noch schön ausklingen und lasst es euch gut gehen und lasst euch bitte nicht unterkriegen von der Zeit. Und wenn unsere Katze jetzt hier wäre, würde mitwinken. Also, schönen guten Abend.